Crop FM, Ausgabe Nummer 524. Wir schreiben den 19. April 2024. Mein Gast heute Abend ist Robert Fleischer. Und wir stellen die Frage, machen die Feststellung, Sie sind hier. Nur wer sind Sie? Auf der Website von Crop FM findet man den Link zum Newsletter. Der ist inzwischen recht prominent. So im ersten Satz auf der Website, da findet man eigentlich so ziemlich alles, was man braucht. Oben in der Leiste dann auch den Link für die ganzen Mail-Optionen. Also man kann sich am Newsletter anmelden, das würde ich empfehlen. Dann wird man einfach circa 2 Tage, jeweils am Mittwoch vor der Sendung, erinnert und vergisst sie dann vielleicht weniger leicht, falls man live zuhören möchte. Es gibt einen RSS-Feed für die News und auch natürlich für die Sendungen. Das Audioarchiv ist fast komplett. Man findet dort alle MP3s in höchster Qualität. Und man kann natürlich auch einzelne Sendungen direkt verlinken, was mich sehr freut. Und bitte, es gibt natürlich ganz viele Uploads, die von irgendwelchen Leuten auf YouTube gemacht werden. Aber wenn man die Sendung verlinkt, dann bitte auf meine Seite in das Archiv. Man kann auch die Sendung einbetten. Wenn man das möchte, findet man alles hinter diesem Verkettungssymbol. Ist bei jeder Sendung im Archiv rechts dann neben dem Titel zu finden. Ja, wem die Sendung gefällt, weitersagen. Je mehr zuhören, desto besser. Und der orange Button mit dem Herz, den gibt's auch auf der Seite. Der Crop FM Spendenknopf geht als Überweisung, als PayPal oder als Bitcoin. Und die Seite ist ja seit Anfang des Jahres komplett werbefrei. Hier und da gibt's Amazon-Links, so wie heute, zu dem wirklich sehr empfehlenswerten Buch von Robert Fleischer. Sie sind hier. Was jetzt? Mein Gast, der Journalist, Autor und Diplom-Dolmetscher Robert Fleischer, widmet sich bereits seit beinahe 2 Jahrzehnten dem UFO-Phänomen. Er ist Betreiber des Portals Exomagazin TV und in seinem Anfang 2024 erschienenen Buch Sie sind hier, was jetzt? Stecken immerhin 16 Jahre an Recherche und ich freue mich sehr, ihn heute zum 12. Mal hier begrüßen zu dürfen. Hallo Robert. Hallo Tarek, es ist mir eine riesengroße Freude, mal wieder hier zu sein. Ja, zum 12. Mal, du bist ja auch schon, muss man jetzt wirklich sagen, ein Crop FM Urgestein geworden. Sorry, aber ist halt so. und wir sprechen über dieses unglaubliche Thema jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Du forschst schon sehr lange. Ich beschäftige mich auch schon sehr lange, aber sind wir wirklich schlauer geworden? Wir haben viele Antworten bekommen und wir haben noch mehr Fragen bekommen. Und man muss eigentlich jedem, der ein einfaches, vorhersehbares, überschaubares Leben haben will, empfehlen, dass er die Finger von diesem Thema lassen soll. Weil wenn du einmal drin bist, dann kommst du da nicht wieder raus. Ja, es ist so. Ja, es entwickelt sich so ein bisschen zu einer Sucht fast. Ne? Also man... Es nervt zwar irgendwie schon, aber man kann auch nicht ablassen davon. Und seit 2016 gibt es ja auch dieses Kürzel UAP. Also das hat ja damals Hillary Clinton, glaube ich, in ihrem Wahlkampf auch eingeführt. Am Anfang wurde es noch mit Unidentified Aerial Phenomena übersetzt. Jetzt mit Unidentified Anomalous Phenomena. Das kann natürlich alles Mögliche sein, ne? Nö, das haben die schon genau definiert im Gesetz. Es gibt ja verschiedene Gesetze dazu, jetzt wo dieser Term auftaucht, das Verteidigungshaushaltsgesetz, National Defense Authorization Act, da wird der definiert als Objekte, die im Erdorbit gesehen werden, die in der Atmosphäre gesehen werden, die unter Wasser gesehen werden und die vor allem dabei beobachtet werden, wie sie vom Erdorbit in die Atmosphäre und ins Wasser und wieder zurücktauchen, ohne dass sie dabei ihr Flugverhalten ändern. Und das ist ja dann schon echt interessant, wenn sowas in einem US-Gesetz drinsteht. Das klingt ja so, als würde es das tatsächlich geben. Ja, aber das ist ja eher, ich glaube, der Begriff heißt ja transmedial oder irgend sowas. Ja? Transmedium Object. Aber genau. Anomalous, ich meine, in diesem Gesetz, über das wir vielleicht heute ja auch noch sprechen wollen, im NDAA 2024, dieses Whistleblower-Gesetz da vom Gallagher oder wie der heißt, eingebracht. Dort wird ja die ganze Zeit von Anomalous Phenomena gesprochen. Und jetzt ein anomales Phänomen, das ist ja jetzt nicht nur ein Flugzeug, das tauchen kann. Ja, aber ein Flugzeug, das tauchen kann, ist doch schon eine Anomalie an sich. Also, das ist übrigens, muss ich dich korrigieren, das Whistleblower-Gesetz wurde 2022 verabschiedet für das Jahr 2023. Und der US-Kongress hat es
Insidern aus geheimen Projekten erlaubt, auszupacken, die in irgendwelchen, also geheimen Projekten sind, über die der Kongress nichts Bescheid weiß und wo UFO-Technologie nachgebaut wird. Also Akte X quasi. Ja, NDAA 2022, stimmt, und, ich hab's mir eh da. Nein, NDAA 23, aber da wurde 23, natürlich für 22, also im Dezember 22 verabschiedet fürs Fiskaljahr, also fürs Geschäftsjahr 2023. Und aha, das war dieser okay. Whistleblower Act. Und da hat sich ja jeder schon an den Kopf gegriffen und gefragt, haben die nicht alle Untertassen im Schrank? Warum machen die sowas? Was ist hier los? Und dann kam eben im Juni der Whistleblower. Ja. Ja. Also gut, das heißt, das Gesetz ist bereits seit vorigem Jahr im, also dieser NDAA, das ist ja der National Defense Authorization Act, das ist quasi das Budget, oder? Das Haushaltsgesetz. Haushaltsgesetz, das halt diese 800 die Milliarden inzwischen, glaube ich, sind es ja schon, da halt bereitstehen für die amerikanische Verteidigung. Und da ist jetzt dann, das hat man ja wirklich quasi als Kondition fast da reingegeben, ne? Man konnte quasi das Ganze nur mit diesem Gesetz verabschieden. Also, dass eben es genau, dann also, erleichtert wird, dass also, oder vielleicht können wir das. Dass ein sicherer Meldemechanismus eingeführt wird, über den sich Menschen beim US-Kongress oder direkt bei Arrow, bei der neuen UFO-Forschungsbehörde im Pentagon, melden können, um über ihr exklusives Geheimwissen auszupacken, dass sie über möglicherweise existente ultrageheime Projekte zur Bergung und zur Nachentwicklung von geborgener Alien-Technologie haben. Und es war nie beabsichtigt, dass die Leute auspacken. Also das war nicht wirklich jetzt wie so ein, hier könnt jetzt alles sagen oder so, sondern wir haben jetzt einen Meldemechanismus und ihr könnt jetzt diesen Sicherheitseid, den ihr da geschworen habt, vielleicht einfach umgehen und euch trotzdem bei uns melden. So war es eigentlich. Ist das aber nicht dann ab einer gewissen Zeit sogar gefordert, dass also die Leute da, die dort in Programmen sind, die mit UFO-Technologie, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das jetzt definiert, zu tun hat, dass die diese Informationen weitergeben an Arrow, glaube ich, und die bearbeitet es dann und gibt es dann dem Kongress weiter. Ja, es ist die Verantwortung von Arrow, solche Sachen rauszufinden, aber von den Typen, die in diesen Geheimprojekten sitzen, wird nicht gefordert, dass sie ihren Sicherheitseid brechen. Also das ist ganz im Gegenteil. Ich meine, wir müssen ja auch mal das große Panorama aufmachen, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier darum, dass sich seit ein paar Jahren beim Geheimdienstausschuss im US-Senat mehrere hochrangige, langjährige Mitarbeiter der US-Regierung und Geheimdienste gemeldet haben und ausgepackt haben über die Existenz von Programmen, / einem Programm, wie viel genau weiß man nicht, in denen wirklich nicht menschliche Technologie geborgen wird und auch dann gesammelt wird, um sie zu untersuchen. Und darüber hätten wohl mehrere Leute ausgepackt. Und der Vizevorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat hat gesagt, dass er hat keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Wahrheit sagen. Aber wir müssen natürlich rauskriegen, ob es die Wahrheit ist. Aber was hätten die Leute davon, wenn sie lügen? Das sind wirklich allesamt sehr hochrangige, vertrauenswürdige Personen. Warum sollten die sich sowas ausdenken? Aber wenn das stimmt, was die sagen, dann ist es problematisch. Denn dann bedeutet das, dass es innerhalb unserer offiziellen Strukturen eine geheime Organisation gibt, die niemandem rechenschaftspflichtig ist, die niemandem Bericht erstattet, die über ihre eigenen Strukturen und Hierarchien verfügt und die möglicherweise sogar im Besitz ist von solcher fortgeschrittener Technologie und damit möglicherweise Sachen anstellen kann. Also das hat er jetzt nicht gesagt, aber das impliziert das, die dann damit Sachen anstellen kann, die man sich noch nicht mal vorstellen kann. Und er und Rubio sagt, und das ist natürlich problematisch. Und was er da meint, ist im Grunde das Narrativ, das wir auch schon seit der Church Commission kennen, die mögliche Existenz eines Deep State, eines tiefen Staates, wo irgendwelche Leute, die mit besonderer Zugangsliste, also die auf besonderen Listen stehen,
Zugang zu ganz besonders geheimen Informationen haben, die so abgeschottet sind, dass selbst der US-Kongress nichts darüber erfährt und die irgendwelche Agendas verfolgen, von denen der US-Kongress nichts weiß. Und wohlgemerkt, der US-Kongress ist dazu ermächtigt, eigentlich über alles Bescheid zu wissen. Und die halt dabei über diese Technologie verfügen. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum die Abgeordneten oder die Repräsentanten der Demokraten und der Republikaner im Repräsentantenhaus sich so einig waren, als sie dann den Whistleblower David Grush im Juni 2023 befragt haben, der über das alles ausgepackt hat, über die Existenz dieses Programms und so weiter, weil sie nämlich sich sagen, okay, wenn das stimmt, dann haben wir ja eigentlich nichts zu melden und wir müssen hier die Oberaufsicht zurückgewinnen. Und und ich denke, das ist auch der Grund, das ist eigentlich das, worum es hier überhaupt geht. Also es geht nicht, ich meine, in der Öffentlichkeit wird das so dargestellt, als wäre das hier eine Disclosure-Bewegung, ja, eine Enthüllungskampagne. Und ich denke aber, die Enthüllung hat noch nicht mal angefangen. Also möglicherweise, wenn dieses Gesetz zur kontrollierten Offenlegung verabschiedet worden wäre, so wie es vorgesehen war, dann würde man jetzt langsam mal was davon sehen. Aber im Moment sieht es so aus für mich, als hätten die diese ganzen Schritte unternommen und die Öffentlichkeit nur so ein bisschen angefüttert, damit die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird und die nötige Unterstützung liefert, damit die Abgeordneten im US-Kongress den Rückhalt haben, dass sie die Fragen stellen können und dass sie diese geheimen Briefings veranstalten können und dass sie diese Leute herbeizitieren können, ohne dass sie dabei fürchten müssen, dass sie vielleicht nicht wiedergewählt werden oder sowas. Ja, aber eigentlich geht es nicht darum, der Öffentlichkeit alle Geheimnisse der Amerikaner zu verraten. Das auf keinen Fall. Es geht darum, die bestehenden Projekte zur Nachentwicklung von solcher Technologie, die irgendwo geborgen wurde, wieder unter die Aufsicht des US-Kongresses zu stellen, damit das wieder rechtsstaatlich ist. Ja, ja, in der letzten Sendung habe ich mit meinem Gast Karl Swurzel unter anderem auch über diese SAPs und diese verschiedenen Stufen der Geheimhaltung gesprochen. Und da gibt es ja in der Military Community und in der Intelligence Community der Chapter 10 und Chapter 50 ein unglaubliches Wirrwarr an Bestimmungen und ja, irgendwo auch dann an Möglichkeiten, Dinge quasi aus dem Zugriff der gewählten Vertreter rauszunehmen. Und du hast den tiefen Staat erwähnt, den Deep State. Und dieser Begriff kommt ja von Peter Dale Scott. Das ist ja, glaube ich, ein Harvard-Professor, der ja da in den 90ern oder den, also schon sehr lange her, wo der diesen Begriff ursprünglich geprägt hat, aber wo es eigentlich ursprünglich um das Kennedy-Attentat ging. Habe ich das richtig in Erinnerung? Weißt du das zufällig? Deep State. Ja. Ja, genau. Also dieses ganze Konzept hat ja seinen Ursprung in der Church Commission. Als der damalige Leiter der Church Commission, und das war Daniel E. Nuye, glaube ich, das war derselbe, der auch die Finanzen bewilligt hat für das ORSAP-Programm. Ja, der hat dann in seiner Rede gesagt, und ich muss mal gerade gucken, was er genau gesagt hat, damit ich es zitieren kann. Und er hat gesagt, wir haben jetzt hier gehört von einem Konzept, eben von einem tiefen Staat, die über ihren eigenen Mechanismus zur Finanzierung verfügt, eigene Regeln hat und so weiter und die niemanden rechenschaftspflichtig sind und so und im Grunde ein Staat innerhalb eines Staates, so hat er es, glaube ich, bezeichnet. Und es war so, dass nach die Church Commission, das war ja, da ging es ja damals auch darum, dass die CIA Sachen gemacht hat, die sie nicht hätte machen dürfen. Und das ist rausgekommen. Ich gucke gerade mal, hier habe ich es, glaube ich. Also diese, das war ja damals so Ende der 80er Jahre, ist ja rausgekommen bei Anhörungen im US-Kongress, dass die CIA unter Umgehung von Aufsichtsgremien im Repräsentantenhaus und Senat heimlich
Panzer- und Flugabwehrsysteme an den Iran geliefert hatte. Und mit dem Gewinn, den sie aus diesen illegalen Geschäften bekommen haben, hat die CIA dann die Guerillakriege gegen die sozialistisch-sandinistische Regierung in Nicaragua finanziert. Ja, die Iran-Contra-Affäre. Ne? Genau. Und dann kam auch noch raus, dass die mehrere Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt und verkauft haben, um mit den Drogengeldern die sozialistische Regierung zu finanzieren und so weiter. Und das war ein ungeheuerlicher Skandal, als es rausgekommen ist. Und daraufhin gab es dann eben diesen Untersuchungsausschuss, dieses Church Commission, geleitet vom Senator Daniel Inouye. Und er hat eben in seiner Abschlussrede gesagt, dass die Anhörungen zu Fragen geführt hätten, die weit über die Iran-Contra-Affäre hinausgehen. Mhm. Der Untersuchungsausschuss hätte von der Vision einer geheimen Regierung erfahren, die keinem einzigen gewählten Amtsträger gegenüber rechenschaftspflichtig ist, offenbar nicht mal dem Präsidenten selbst. Und das sei eine Art Schattenregierung mit eigener Luftwaffe, eigener Marine, eigenem Finanzierungsmechanismus und der Macht, ihre eigenen Vorstellungen von nationalem Interesse zu verfolgen, frei von allen Kontrollen und dem Gesetz selbst. So, das war jetzt ein Zitat aus seiner Abschlussrede. Jetzt steht in meinem Buch, Sie sind hier, was jetzt drin. Genau. Jetzt ist es ja bemerkenswert, dass derselbe Daniel Inouye 2008 für die Finanzierung von dem OSAP-Programm gesorgt hat, zusammen mit dem Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, Harry Reid damals. Und es ist auch bemerkenswert, dass jetzt der Nachfolger von Harry Reid, der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, im Mitte letzten Jahres, also kurz nach den Enthüllungen des Whistleblowers David Grush, ein neues Gesetz vorgestellt hat, einen neuen Gesetzesentwurf, einen Plan zur kontrollierten Offenlegung von UAP. Und da sollten zum Beispiel private Unternehmen, die über Alien-Technologie verfügen, also die haben es Technologie unbekannten Ursprungs genannt, aber es war ganz klar, dass es um nichtmenschliche Intelligenz ging und um UAPs, ja, dass die enteignet werden sollen von der US-Regierung. Und ich kann ganz viel zu diesem Gesetz erzählen, aber das Spannende ist jetzt an diesem Gesetzesentwurf, der wurde von zwei der Senatoren, die das unterstützt haben, dieses Gesetz zur kontrollierten Offenlegung, gehören zu einer Gruppe von Abgeordneten, von Politikern, die über alles informiert werden müssten eigentlich. Also nach der Church Commission war das so, weil halt der US-Kongress gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, wir müssen über solche Geheimsachen informiert werden, hat sich dann ein Konzept rausgebildet, das nennt man Gang of Eight. Die Gang of Eight, also die Bande der Acht, ja, das sind die Vorsitzenden und Vizevorsitzenden, glaube ich, der Geheimdienstausschüsse im Senat und im Repräsentantenhaus und auch der Sprecher und noch ein paar andere. Ich glaube, noch andere Senatoren, die auch mit dazugehören. Und die müssten eigentlich über alles informiert sein. Und sie haben aber offenbar eben dieses Gesetz zur kontrollierten Offenlegung deshalb vorgehabt, weil sie über alles informiert werden sollten und weil sie festgestellt haben, dass sie eben doch nicht über alles informiert worden sind, obwohl sie zur Gang of Eight gehören. Und darum haben sie dieses Gesetz zur kontrollierten Offenlegung gemacht. Und das ist total interessant, wenn du dir das mal überlegst, was das bedeutet. Also was auch die Implikationen von diesem Gesetz sind. Du meinst jetzt dieses Gesetz, das was jetzt eingebracht wurde und seit 23 im NDA verankert ist? Wir reden jetzt von dem Gesetz, das fürs Jahr 2024 im National Defense Authorization Act verabschiedet werden sollte. Ich glaube, das habe ich vorher gemeint. Ich glaube, ich verwechselte gerade die beiden. Okay, genau. Ja. Also das ist ja, die machen ja ein Gesetz nach dem nächsten, wo was von UFOs und Aliens drin steht. Ja. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja. Also wirklich, das ist schon so. Also jedenfalls, also Timeline ist, um das vielleicht auch nochmal für die Zuhörer nochmal ganz klar jetzt, keiner kennt sich ja so richtig aus, wie hier die Timeline ist. Also die Timeline. 2017 enthüllt die New York Times, dass es das geheime Programm ATIP gegeben hat, von dem wir inzwischen wissen, dass es eigentlich OSAP hieß. 2020 wird die UAP Task Force gegründet auf Initiative des US-Kongresses und diese Eingreiftruppe hat also die Befugnis, bei allen US-Behörden nachzufragen, was wisst ihr über UFOs, ja?
Im Juni 2021 kommt dann der erste Bericht der ULP Task Force raus. Und Ende 2021 ergreift das Pentagon quasi die Macht. Es war geplant, dass die UAP Task Force, was ja nur eine zeitweilige Eingreiftruppe war, in eine UFO-Abteilung umgewandelt wird. Aber dem ist das Pentagon zuvorgekommen und hat eine eigene UFO-Abteilung gegründet. Die hatte erst so einen komischen Namen, AOIMSG. Und so ist dann aus dem Projekt des Kongresses nichts geworden, dass diese völlig unabhängige Taskforce zu einer völlig unabhängigen Behörde wird, die auch weiterhin dem stellvertretenden Verteidigungsminister direkt untersteht, sondern das ging dann irgendwie über so ein Büro des Unterstaatssekretärs und so weiter, also die eigentlich schon vorher auch für die Geheimhaltung dieser ganzen Sache verantwortlich waren. So, von da an ist diese ganze Geschichte ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, ja. Im Mai 22 gab es dieses erste UFO-Briefing im Kongress, wo die Leute vom Pentagon, die dieses UFO-Programm dann leiten sollten, eigentlich irgendwie so ein Handy-Video gezeigt haben und gesagt haben, mehr wissen wir nicht, hier ist eigentlich gar nichts zu sehen und so. Im Juli 22 hat das Pentagon diese Abteilung dann in ARROW umbenannt, das All Domain Anomaly Resolution Office, unter der Leitung von Dr. Sean Kirkpatrick, einem langjährigen Geheimdienstler. Und Ende 2022 hat dann der US-Kongress dieses Whistleblower-Gesetz verabschiedet, bei dem sich halt jeder gefragt hat, warum braucht es jetzt ein sicheres Verfahren für die autorisierte Meldung von UFO, also von UAP-Ereignissen und über irgendwelche Programme zur Materialbeschaffung, Materialanalyse, Reverse Engineering, Forschung und Entwicklung von unidentifizierten anomalen Phänomenen. Das klingt ja wirklich wie Akte X. Dann kam im Juni 2023 der Whistleblower David Grush mit den Kernaussagen, dass nichtmenschliche technische Fluggeräte geborgen werden, und zwar schon seit 90 Jahren. Es seien auch zuweilen tote Piloten geborgen worden. Da gäbe es ein paar interessante Fotos und Berichte dazu. Das erste UFO sei übrigens 1933 in Italien abgestürzt und dann 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den Amerikanern dort aufgegabelt und rübergeschafft worden in die Staaten. Und die Regierung hätte eben solche Sachen immer an ein zugelassenes privates Vertragsunternehmen weitergeleitet, was dann Erkenntnisse daraus entwickelt und die dann an die Regierung verkauft. Und um das alles geheim zu halten, diese völlig ungesetzliche und also völlig außerhalb jeglicher Aufsicht befindliche Geschichte, seien sogar Menschen ermordet worden. So, die US-Medien haben, die großen Leitmedien haben die Story ignoriert, aber der US-Kongress hat es sehr ernst genommen. Dann kam es eben im Juli 2023, also dann kam es zu einer Anhörung im Juli 2023, wo David Grush, der Whistleblower, unter Eid ausgesagt hat, neben zwei Navy-Piloten übrigens, die auch über ihre UFO-Sichtungen berichtet haben, Ryan Graves und David Fravor. Am 14. Juli 2023 hat dann eben der Mehrheitsführer der Demokraten plötzlich diesen brisanten Gesetzesentwurf präsentiert für das Verteidigungshaushaltsgesetz für das Jahr 2024, wo sie geplant hatten, dass die Informationen der US-Regierung über hochentwickelte Fluggeräte von nichtmenschlicher Herkunft jetzt auf kontrollierte Art und Weise offengelegt werden sollen. Und in der Pressemitteilung des Mehrheitsführers der Demokraten im Senat heißt es, Zitat, die amerikanische Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über Technologien unbekannten Ursprungs, nichtmenschliche Intelligenz und unerklärliche Phänomene zu erfahren. Ja, also der Begriff nichtmenschliche Intelligenz taucht da in dem Gesetzesentwurf mehr als 20 Mal auf. Und die Wendung Technologien unbekannten Ursprungs ist auch so etwa so viel vertreten. So, dieses Gesetz übrigens, aus dem ist dann leider nichts geworden, aber es hatten an der, bis Ende des Jahres sind ja noch ein paar Sachen passiert. Vielleicht reiße ich jetzt einfach mal die Leitung des Gesprächs an mich und erzähle jetzt mal ganz kurz, wie es weiterging nach diesem vorgestellten Gesetz. Ist das in Ordnung für dich? Ich würde nämlich gern mal, damit wir zum aktuellen Stand... Du bist gerade so im Fluss, können. Ja. Also ich wollte genau, ja am Anfang okay. So diesen aktuellen Stand, ja bitte. Okay, also
Vielleicht noch ganz kurz, ja. Dieses zweite Gesetz, da bilde ich mir eben ein, dass dann auch gefordert wurde, dass Menschen, also dass also Mitarbeiter von solchen Programmen sich dann ja schon irgendwie verpflichtend melden müssen. Aber vielleicht, ja. Nee, das stand da nicht drin. Okay. Das, nein, ja. Das war im Verteidigungshaushaltsgesetz zuvor, war eben die Frage, auf welche Art und Weise dürfen die sich melden, ja, damit okay. sie keine Auswirkungen befürchten müssen. So, also auf dieses Gesetz hatten viele Leute viele Hoffnungen gesetzt und auch in der akademischen Welt hat sich einiges getan gegen Ende des Jahres 2023. Da hat sich ein Think Tank gegründet an der Stanford University, geleitet von dem Pathologen Gary Nolan und von dem Anthropologen Dr. Peter Skafish. Und die hatte drei Ziele, nämlich dass die Regierung der USA und auch andere Regierungen eine gute Übersicht bekommen über das Phänomen und auch über, also dass Transparenz hergestellt wird, wie die Regierungen damit umgehen, dass die Erforschung von UAP sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch auf verantwortliche Weise geschieht und dass auch ein größerer Gemeinsamkeitssinn in der Menschheit geschaffen wird zwischen Kulturen, Religionen, Nationen und Politiken und so weiter. Und zwar alles in Bezug auf UAP. Also kurz gesagt, ein Laden von Leuten, die echt Bescheid wissen über was da so im Hintergrund wahrscheinlich brodelt und was da bekannt zu geben ist und die sich ernsthaft Gedanken machen, wie bringen wir das der Menschheit bei. Und das und es gab im 17., 18. November 2023 eine Gründungsveranstaltung dieser Stiftung, dieser Sol Foundation an der Stanford University. Und ich hatte das große Vergnügen, dort auch eingeladen worden zu sein, übrigens als einziger Deutscher. Und es waren auch sehr wenige Europäer dabei, das muss man sagen. Und da waren wirklich, also ich bin da reingekommen, das war das Elefantentreffen, da waren Wissenschaftler, Militärs, Geheimdienstleute, Investoren, ein paar amerikanische Blogger waren auch dabei, die man so kennt. Ich war ziemlich nah an den Rednern dran, weil ich einige von denen ja schon kenne und hatte die Möglichkeit, mit vielen Leuten auch persönlich zu reden. Das sind dann eben die Gespräche, über die man dann nichts weiter erzählt. Aber das Spannende ist jetzt eben, dass bei dieser Veranstaltung, bei der man übrigens nicht filmen durfte und auch nichts aufnehmen durfte. Deswegen war das ziemlich schwierig für mich, darüber zu berichten für den Fokus. Ich musste alles mittippen. Aber inzwischen hat die Sol Foundation die Videos veröffentlicht. Und auf dem YouTube-Kanal der Sol Foundation kann man sich jetzt fast alle Sachen angucken. Ein paar sind noch nicht veröffentlicht. Mindestens zwei, an die ich mich jetzt erinnere. Ich hoffe, dass die das auch mal noch veröffentlichen, weil die waren schon interessant auch. Aber da hat eben Oberst Karl Nell, ein ehemaliger, also ein pensionierter Oberst der Armee und jetzt ist er Manager in der Luft- und Raumfahrtbranche, hat dieses damals geplante Gesetz zur kontrollierten Offenlegung genau dargelegt, was die da eigentlich vorhaben, was die sich dabei gedacht haben und so. Das Interessante an dem Karl Nell ist, das ist ein ehemaliger Kollege von dem Whistleblower David Grush. Der David Grush war ja bei der National Geospatial Agency Verbindungsoffizier zur UAP Task Force und der Karl Nell war Verbindungsoffizier der Armee für die UAP Task Force und hat dort mit Grush zusammengearbeitet und hat wohl genau wie David Grush auch an diesem Gesetzesentwurf mitgewirkt und hat deswegen eben genau erklären können, um was es da geht. Und das ist eben das, was ich vorhin erzählt habe. Das Gesetz ist verabschiedet oder ist unterstützt worden von Marco Rubio und von dem Mehrheitsführer der Demokraten Chuck Schumer, die beide zur Gang of Eight gehören. Das ist eben diese Gruppe von Parlamentariern, die über alles informiert werden müssen und aber festgestellt haben, dass sie doch nicht über alles informiert worden sind. Und deswegen haben sie dieses Gesetz gemacht und das hatte es echt in sich. Dieser UAP Disclosure Act hatte nämlich zum Ziel, dass erstmal sämtliche Akten,
die bei der Regierung, bei allen möglichen Behörden lagern, beim US-Nationalarchiv zentral gesammelt werden sollen. Es sollte auch ein Überprüfungsausschuss errichtet werden, der von Zivilisten besetzt wird, die keine Verbindung zu geheimen Reverse-Engineering-Programmen haben. Also dieses Zivilisten-Board, was vom US, also was empfohlen werden sollte und vom US-Präsidenten dann ernannt werden sollte, sollte selbst entscheiden können, welche Akten in welcher Reihenfolge an die Öffentlichkeit kommen. Und wenn Sie eine Akte zurückhalten, dann müssen Sie genau erklären, warum. Und Sie müssen auch angeben, wann Sie es denn dann veröffentlichen. Und Sie hatten außerdem eine wichtige Passage drin, die ein Enteignungsrecht geregelt hat. Also wenn ein privates Vertragsunternehmen des Pentagon oder irgendein Unternehmen im Besitz von Technologien unbekannter Herkunft oder von biologischen Überresten von nichtmenschlicher Intelligenz ist, also Aliens, wenn du so willst, ja, dann darf die Regierung dem Unternehmen diese Sachen wegnehmen. Und es sollte dem Gesetz nach ein Kampagnenplan zur kontrollierten Offenlegung von UAP-Informationen erstellt werden. Genau. Ich habe das jetzt auch in deinem Buch gefunden. Also vielleicht, also die Passage, auf die habe ich mich eigentlich bezogen. Ein Aufschub der Veröffentlichung ist nur gestattet, wenn sich dadurch eine Bedrohung für die militärische Verteidigung, Geheimdienstoperationen, auswärtige Beziehungen der USA oder Quellen und Methoden ergeben würden, die das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Okay, das heißt, sie haben da ein Hintertürl, aber ich glaube, das habe ich dann so interpretiert, dass wenn das nicht zutrifft, dann muss es quasi weitergegeben werden. Aber man kann natürlich immer sagen, da ist jetzt die Sicherheit der Vereinigten Staaten bedroht. Ja, aber man kann natürlich davon ausgehen, wenn Zivilisten diese Entscheidung treffen, die gar nicht vom Geheimdienst sind oder sowas, dass die dann wesentlich lockerer damit umgehen, als die Geheimdienste das machen bislang, die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Also ich meine, es ist ja alles. Ja. Das muss man ja auch wirklich mal zwischendurch mal erwähnen. Es ist ja alles, wird ja alles geheim gehalten über UFOs, inklusive wie die Dinge aussehen und so weiter. Nur die Tatsache, dass es da was gibt, was untersucht wird, das ist nicht geheim. Ansonsten ist alles geheim. Ist aber auch erst neuerdings. Also früher hat man auch das abgestritten, ne? dass da irgendwas dran ist. Also Robertson-Pendel, ist ja schon mal ein Schritt nach vorn. Großer Schritt nach vorn. So, und jetzt nochmal weiter zu diesen Kampagnen, zu diesem Gesetz zur kontrollierten Offenlegung. Also das Gesetz hat sich eindeutig nicht auf irgendwelche UFOs bezogen. Es wird ja immer gerne gesagt, ja, die UFOs, das kann ja irgendwas sein, was die Tante Anna vom Balkon gesehen hat und da war es nur ein Wetterballon oder irgendwas. Nee, es ging hier wirklich um UAP in der Definition mit den 5 oder 6 inzwischen observablen, also 6 beobachtbare Eigenschaften, die Luis Elizondo zum ersten Mal genannt hat, nämlich plötzliche Beschleunigung, Hyperschallflug, Transmedium, Fortbewegung, positiver Auftrieb entgegen bekannten Prinzipien, multispektrale Signaturkontrolle, das bedeutet, dass die Dinger sich unsichtbar machen können oder nicht oder so, dass man sie nicht wahrnehmen kann auf dem Radar. Also Radar und optische Unsichtbarkeit, oder? Und was die sonst noch für Sensoren haben. Ne? Denk dran, wir wissen längst nicht alles, welche Arten von Sensoren die Amerikaner einsetzen. Und deswegen halten die das ja auch. Das ist auch einer der Gründe, warum die das alles so geheim halten. Weil die natürlich nicht wissen, nicht wollen, dass über die Leistungsfähigkeit ihrer Sensoren irgendwas bekannt wird. Ja? Also denk dran, du kannst zum Beispiel anhand von einem WLAN-Netz kannst du eine dreidimensionale Karte erstellen, wo du die Bewegung von Menschen in einem Raum live mitverfolgen kannst. Das ist eine Technologie, von der haben wir keine Ahnung, weißt du? Das ist bekannt geworden, so wie es also seit 25 Jahren oder sowas bekannt ist, dass die Geheimdienste Laserstrahlen auf Fensterscheiben richten, um den Ton mitzuhören, der durch den Schall entsteht und so. Also es gibt unglaublich ausgetüftelte Sensoren, es gibt alles, ja. Physikalische und invasive biologische Effekte. So, also das war ganz klar bezogen auf wirklich total krasse, komische Fluggeräte, die Sachen machen, die wir nicht können, ja, die im Erdorbit rumschweben und in die Atmosphäre und ins Wasser tauchen, ohne dass man weiß, wie die das machen, die sich verbergen können und die körperliche Schäden hervorrufen können. So, ja, und das war beängstigend. Ja, und also das war wirklich ganz klar festgelegt. Und dann hatten sie dann hat Carl Nell bei der Stand, und ich möchte wirklich jedem empfehlen,
sich diesen Vortrag von Carl Nell anzugucken, weil das ist ein Augenöffner, was die sich dort, und wie gesagt, das ist das Gesetz, was die Leute vom innersten Zirkel der Senatoren unterstützt haben und rausgebracht haben, die eigentlich über alles informiert sein sollten und rausgefunden haben, dass sie aber eben nicht über alles informiert sind. Das steht auch so in diesem Gesetzesentwurf drin. Und dann haben die eben diesen Kampagnenplan sich ausgedacht in 5 Phasen. Der sollte im Grunde bis 2030, sollte also Disclosure quasi abgeschlossen sein. Das hatte ich auch also schon die Folie veröffentlicht damals, was er da gezeigt hat. Und das Interessante daran ist, strategischer Endzustand ist, die ordnungsgemäße Aufsicht wiederhergestellt zu haben und eine katastrophale Offenlegung verhindert zu haben und wissenschaftliches Verständnis zu erweitern. Also, was Sie damit meinen, ist, ordnungsgemäße Aufsicht durch den US-Kongress soll wiederhergestellt werden, was ja impliziert, dass der US-Kongress das derzeit nicht hat, was auch überhaupt der Grund ist, warum es zu diesem Gesetzentwurf kam. Dann sollte eben verhindert werden, dass die Enthüllung auf eine katastrophale Art und Weise geschieht. Und dazu hat Carl Nell übrigens auch angedeutet, es könnte ja auch sein, dass die Intelligenz von sich aus beschließt, sich jetzt zu enthüllen. Ja, also so, oder dass immer diese Intelligenz ist, ja. Oder genau, oder dass ein anderer Nationalstaat dem eben zuvorkommt und das zuerst enthüllt. Und es geht natürlich auch hier nicht nur um die Tatsache an sich, dass es da noch andere gibt, sondern es geht vor allem um die Technologie. Also wenn jetzt China rauskommt mit Antigravitation, was macht dann Boeing? Ja, weißt du so, das ist die Richtung, in die das hier geht. Und nach diesem Vortrag, und das ist jetzt was man in den Videos auf dem YouTube-Kanal der Sol Foundation nicht sieht, aber ich erwähne das jetzt hier mal, weil das wichtig ist zu wissen. Nach dem Vortrag ist Jacques Vallée aufgestanden. Du weißt ja, Jacques Vallée, der große, jahrzehntelange Insider und Geheimdienstwissenschaftler, muss man ja eigentlich sagen, der ja auch die Datenbank für ORCEP mitentwickelt hat und alles. Ich war der Erste, der ihn dazu interviewen konnte. Können wir vielleicht auch noch drüber reden. Der ist jedenfalls aufgestanden und hat ziemlich harte Worte gefunden. Ja? Also er ist eigentlich jemand, von dem man denken sollte, er ist dafür, dass das alles rauskommt, aber er hat gesagt, erstmal, die Definition, die ihr habt, ist gar nicht wissenschaftlich. Das könnte auch religiöse Artefakte mit einschließen. Dachte, Moment mal kurz, religiöse Artefakte, also bei den 5 oder 6 Observablen, also Sachen, die schweben können, positiven Auftrieb haben und die biologische Effekte hinterlassen, also Sachen, die sich verbergen, was sollen denn das für religiöse Artefakte sein? Also da habe ich auch bis heute keine Antwort darauf gefunden, aber offenbar weiß er da viel, also mit Sicherheit weiß er sehr viel mehr als ich darüber. Und er hat außerdem gesagt... Ja, wenn man irgendwelche hinduistischen Schriften und so weiter hernimmt, jetzt zum Beispiel fällt mir spontan ein, ja, da wird ja sehr oft die berühmten Vimanas und so weiter, vielleicht hat er irgendwas in diese Richtung angesprochen oder... Also übrigens ist ja interessant. Auch die Bundeslade, also, der sollte man ja auch nicht zu nahe kommen, zum Beispiel. Ich habe es jetzt nicht mehr parat, aber was mir gerade so einfällt, Hesekiel, ja? Ja. War das nicht so, dass der mit so einer königlichen Elle den Tempel Gottes vermessen sollte, von dem ja Erich von Däniken sagt, das war sozusagen die Ladestation für das UFO, für das Hesekiel-UFO. Und das Interessante ist, dass dem da gesagt wurde, geh nicht in diese Räume da rein, außer mit schweren Blei oder irgendwie so, sonst wirst du verletzt. Das war doch irgendwas, was irgendwie auf Strahlenschäden hinweist oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Aber egal, ich bin kein, vielleicht täusche ich mich jetzt auch, aber wenn ich mich richtig erinnere, war da auch schon die Rede von irgendwelchen Strahlenschäden oder von irgendwelchen Effekten. Naja, wie auch immer. Aber er hat außerdem noch gesagt, was die Definition außen vor lässt, die UAP-Definition in diesem geplanten Gesetz sind. Wir haben jetzt eine Anruferin, aber vielleicht sprich nochmal fertig, dann vielleicht nehmen wir es genau. Rein. Ich sage das ganz noch zu Ende, ja. Und dann die Anruferin. Sind Sachen, die im Schlafzimmer erscheinen, Entführungen, und darum sollte sich die Regierung aber dringend kümmern, sagt er. Und außerdem hat er gesagt, die Sache mit dem Enteignungsrecht, das ist doch eigentlich Beschlagnahmung. Leute wie ich, die Sachen haben, werden das kritisch sehen. Ihr könnt nicht einfach in unsere Labors in Stanford gehen und euch dort Sachen nehmen und die irgendwelchen anderen Leuten geben. So funktioniert Forschung nicht. Und außerdem ist es ganz einfach, brisante Sachen außer Landes zu bringen und sie damit dem Zugriff der Regierung zu entziehen.
Also es gab also auch innerhalb der UFO-Befür, also der Befürworter von Disclosure, gab es auch wirklich kritische Stimmen über dieses Enthüllungsgesetz. Und das ist ja dann letzten Endes auch gescheitert. Aber das kann ich ja dann vielleicht später erzählen. Jetzt bin ich gespannt auf die Frage. Ich auch, ja. Hallo, du bist on air. Liebe Anruferin, lieber Anrufer, hörst du uns? Hallo? Nein, sie hört uns nicht, fürchte ich. So ist es, weißt du? Zack, ja. Rufst du bei Crop FM an, wirst du von Aliens entführt, kannst du keine Frage stellen. Also wenn einer eine Frage stellen will, immer her damit. Ja. Sollten wir weitermachen, ganz kurz. Ja, also das, machen wir weiter. Ich lasse die Leitung uns noch offen, vielleicht meldet sich der Anrufer ja noch. Aber Mikrofon bitte aus dem Mund nehmen oder hinten reinstöpseln, also in den Computer reinstöpseln. Ja. Das wird schon irgendwie klappen. Ja, schauen wir mal. Okay. Ja, man hört da im Hintergrund etwas, aber irgendwie hört sie anscheinend uns nicht. Das ist natürlich schlimm. Okay. So, also, und dann war es bei dieser Soul Foundation, und da waren ja wirklich ganz verschiedene Leute. Also da waren ja, also CIA, FBI, DIA, NSA, Homeland Security. Also das war ein, wie gesagt, das war eigentlich, ich habe mich manchmal gefragt, wer von denen nicht vom Geheimdienst ist. Ja, also das, du kennst ja die ganzen Leute nicht. Hatte zwar jeder ein Namensschild um, aber du kennst ja die meisten Leute nicht. Es waren auch viele Investoren dabei, die sich überlegt haben, wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Was machen wir da? Ist ja eine große potenzielle zukünftige Bedrohung oder jedenfalls ein echter Gamechanger. Ja, so, und Christopher Mellon hat dort sozusagen den Advocatus Diaboli gespielt. Also er ist ja jemand, ist der ehemals dritthöchste Geheimdienstler im Pentagon als Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence bis zum Jahr 2004. Und dann ist er ja ausgestiegen aus der Regierung. Aber er hat jedenfalls wirklich Ahnung. Er ist auch der diese drei UFO-Videos an die New York Times weitergespielt hat. Der weiß über alles und noch viel mehr Bescheid. Also das kann ich wirklich sagen. Also der ist, glaube ich, eine zentrale, wenn nicht die zentrale Person, die hinter diesen ganzen Geschichten steckt oder die da zumindest mitarbeitet und planend und organisierend wirkt hinter den Kulissen. Und er hat aber den Advocatus Diaboli hier gespielt und hat gesagt, also jetzt, wer sagt denn eigentlich, dass der Nettozugewinn für die allgemeine Bevölkerung positiv wäre, wenn man das jetzt veröffentlicht? Also man kann natürlich jetzt sagen, okay, das sind irgendwelche Engelwesen, die uns helfen wollen und die uns unterstützen wollen im Aufstieg in die siebte Dimension. Also so hat er es jetzt nicht gesagt, ne? Aber er hat es so gesagt, also wenn das eben jetzt nicht solche engelhaften Wesen sind und unsere eigenen Messergebnisse und Radardaten deuten da auch nicht drauf hin, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass es sich hier wirklich um eine Bedrohung für die nationale Sicherheit handelt und so weiter. Und wir müssen auch uns überlegen, was würde denn passieren, wenn wir das jetzt enthüllen? Und das würde dann das Verhalten dieser anderen Zivilisationen so verändern, dass die jetzt keinen Grund mehr hätten, im Verborgenen zu agieren. Und die würden sich dann von sich aus enthüllen. Und außerdem, wie groß ist eigentlich das Risiko, dass die Enthüllung einige andere Regierungen zu irgendeiner Überreaktion veranlasst, was wiederum zu wirklich aggressiven Handlungen führen könnte? Wenn solche Risiken groß sind, macht es dann überhaupt Sinn, solche zerstörerischen Informationen zu veröffentlichen, hat er gefragt. Und er sagt auch, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Präsident der USA und Sie erfahren bei einer Ihrer ersten geheimen Besprechungen, dass das US-Militär eine fortschrittliche Alien-Technologie geborgen hat. Und Sie erfahren, dass wir kaum Fortschritte gemacht haben, die zu verstehen, wie das funktioniert und so, woher die kommt und warum diese intelligent gesteuerten Maschinen hier sind. Was würden Sie denn in dieser Situation machen? Und nochmal, Christopher Mellon ist jemand, der an der obersten, also in der obersten Politik-Etage mitgemacht hat. Ja, also es war ja so, kurzer Nebenaspekt, 2 Wochen vor dieser Soul Foundation Konferenz hatte ich Christopher Mellon auch schon getroffen, und zwar an der Sorbonne-Universität in Paris, wo er auch einen Vortrag gehalten hat und wir waren dann essen und so weiter.
Und dann 2 Wochen später sehen wir uns da in Stanford. Da sagte er, ach, immer die üblichen Verdächtigen und so. Und da habe ich gesagt, ja, wie kommen Sie denn hier mit diesem Jetlag klar? Das geht ja überhaupt nicht und so. Und da sagt er, ja, und jetzt stell dir mal vor, Henry Kissinger. Ja, so hat er das gesagt. Also das ist so, das ist die Riege von Personen, mit der normalerweise zu tun hat. Das heißt, wenn der jetzt hier über den US-Präsidenten redet und wie der US-Präsident das wohl sieht, dann sagt er das nicht einfach so, sondern weil der ein echt gutes Gespür dafür hat, was die Besorgnisse sind aus dieser hohen politischen Sicht. Deswegen finde ich das so interessant, was er hier sagt. Und er sagt halt, als Präsident ist doch die oberste Priorität, dass man das Volk vor irgendwelchen Bedrohungen aus dem In- und Ausland schützen muss. Da setzen ja Millionen Menschen das Vertrauen in den Präsidenten. Kannst du dann auf einer Pressekonferenz einfach verkünden, dass Aliens die Erde besuchen, aber dass wir nicht wissen, woher sie kommen oder warum sie hier sind oder wie wir uns gegen sie verteidigen können? Ja, er sagt, er glaubt ja, wirklich nicht, dass irgendeiner von denen, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass viele von denen, für die ich im Laufe der Jahre gearbeitet habe, so eine Pressekonferenz gerne abhalten würden. Ja, es ist halt überhaupt die Frage, inwiefern jetzt diese Initiative, die da gestartet wurde, du hast es vorher schon erwähnt, in deinem kurzen Abriss der Zeitlinie 2017 und dann To the Stars Academy und so weiter, sehr viele ehemalige oder ja CIA-Angehörige oder auch DIA-Angehörige, Counterintelligence-Leute, und es ist eine große Frage, was davon jetzt wirklich zu halten ist, welche dieser Informationen, die da kolportiert worden sind, irgendwann vielleicht einmal mit handfesten Beweisen untermauert werden und welche halt nur Behauptungen bleiben, so wie schon in den 90ern die Majestic 12-Dokumente Behauptungen unters Volk gestreut hat, die manche halt geglaubt haben, manche nicht. Und die uns eigentlich nicht weitergebracht haben. Mondbrötchen hat vorher schon geschrieben, so in der Art, also sie ist jetzt für Catastrophic Disclosure. Was meint man denn eigentlich mit diesem Begriff Catastrophic Disclosure? Wäre das dann wirklich so ein Szenario, wo dann dieser Vertrauensbruch irgendwie oder dieser das wenige Vertrauen, das noch da ist, dann auch noch flöten geht in die Politik, wenn man erfährt, dass da im Hintergrund eigentlich eine parallele Gesellschaft sich ja entwickelt hat mit einer völlig eigenen Technologie? Oder was meint man mit Catastrophic Disclosure? Wenn das jetzt so wäre, ja? Damit meint der US-Geheimdienstler natürlich jegliche Enthüllungen, über die sie keine Kontrolle haben, die nicht von ihnen kommen, die sie nicht steuern können. Und du darfst ja nicht vergessen, dass das täglich Brot der Geheimdienste in allen Ländern ist, die öffentliche Meinung zu lenken, zu formen, Agenda-Setting zu betreiben, die Leute auf den Krieg einzuschwören mit entsprechenden Informationen oder dafür zu sorgen, dass sie bestimmte Politiker nicht leiden können oder sowas. Die geben extrem viel Geld aus, das ist extrem ausgeklügelt mit Mentalitätsforschung, mit Micro-Targeting. Die CIA, das sind ja, da hat ja WikiLeaks, bevor sie aufgehört haben zu arbeiten, weil dann Julian Assange verschwinden musste, aber die haben ja also auch Dokumente rausgebracht über die CIA Red Cell, die zum Beispiel die Unterstützung für den Krieg in Afghanistan in der Bevölkerung sicherstellen sollte, wie könnte man das jetzt mal machen und so. Und dann haben sie sich genau eine Medienstrategie überlegt, angepasst an die jeweilige Mentalität in Frankreich und in Deutschland, welche Art von Botschaften man in den Massenmedien streuen muss, um diese Unterstützung für den Einsatz dort zu gewährleisten oder zu fördern und sowas. Ja, also das heißt, die sind, und die CIA hat, also es ist auch ein anderes Paper aus Anfang der 90er Jahre schon rausgekommen, ich schreibe in meinem Buch ja viel über Desinformation übrigens, yeah. Es gibt ein riesengroßes Kapitel über Desinformation, wo Kapitel ich mich mit all dem ganz detailliert auseinandersetze, da schreiben die ja auch, sie haben Verbindungen zu jedem, und das Wort jedes ist unterstrichen im Original, jeder großen Nachrichtenagentur, jeder großen Zeitung, also alle, die was zu sagen haben, sind eigentlich quasi unterwandert. Und das hat ihnen geholfen, Geheimdienstversagensstories in Geheimdiensterfolgsstories umzumünzen und hat auch dazu beigetragen,
Ja, ja, natürlich. Es ist alles gesteuert. Es ist alles ein riesengroßes Narrativ. Und wenn irgendetwas nicht aus diesem Narrativ herauskommt, dann muss das katastrophal sein für die, wenn sie keine Kontrolle darüber haben. Also Katastrophic, Entschuldigung, Robert, aber Katastrophic ist jetzt quasi aus der Sicht der jener Strukturen, die diese Informationen derzeit kontrollieren und die dann über Kontrollverlust eigentlich vor Kontrollverlust Angst haben. Also Katastrophic aus der Sicht. Kontrollverlust, absolut. Aber man muss natürlich auch sagen, und das ist jetzt Kontrollverlust für die Inhaber der Geheimnisse sowieso. Kontrollverlust für die Regierung ist eben auch ein Thema. Und da muss ich aber sagen, ich bin dann nachdenklich wieder zurückgeflogen nach Europa, weil das ist wirklich eine Sache, über die man ernsthaft mal nachdenken muss. Also es war bei der Saul Foundation auch ein Politikwissenschaftler von der Universität Hawaii zugeschaltet. Dr. Jabez Grove heißt der, und der hat drei Szenarien aufgemacht, welche Auswirkungen das haben könnte und wie die Menschheit darauf reagiert. Und da war selbst das harmloseste Szenario, was er sich vorstellen konnte, hatte noch derart viele Auswirkungen, dass man eigentlich sagen muss, we are fucked, ja. Also es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das ist ja übrigens auch das, was ich auch schon in meinem Buch, noch bevor ich bei der Saul Foundation war, dort auch angesprochen habe. Ich habe mich ja viel im Laufe der Jahre auch damit beschäftigt, auf welche Art und Weise könnte man das veröffentlichen oder was spricht dafür, was spricht dagegen, welche Auswirkungen hätte das, ja? Wir haben ja in Deutschland Dr. Andreas Anton, den Exosoziologen aus Freiburg. Auch schon zu Gast gewesen auf dieser Sendung, ja, ausgesprochen spannend. Ja, der ja wirklich bombastische Arbeit macht und viel zu wenig beachtet wird, finde ich. Mhm, finde ich auch. Und der auch da schon gesagt hat, also selbst wenn nur ein Artefakt gefunden würde, könnte das schon kriegerische Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Ich habe mit einem Rechtsanwalt, Klaus Stehler aus Berlin, ein Interview gemacht. Der hat im Berliner Wissenschaftsverlag ein Buch rausgebracht über Rechtsfragen im Zusammenhang mit Außerirdischen und so weiter und sagt, es gibt ja überhaupt nirgendwo ein Gesetz, wo du reingucken kannst, wer ist für die zuständig, was dürfen die hier, was dürfen die nicht, wer entscheidet das, wer spricht mit denen. Es ist alles ein riesengroßes, Albtraum. Bevor man sich über solche Sachen Gedanken macht, müsste man halt zuerst einmal überhaupt feststellen, mit was wir es hier eigentlich wirklich zu tun haben. Und das, je länger ich mich damit beschäftige, wird für mich eigentlich immer unklarer. Ich möchte jetzt aber auf die Sachen werden wir ja dann noch eingehen. L.A. Kölner schreibt, guten Tag, Herr Fleischer, Ihre Meinung bitte. Warum hat sich der Fokus der Disclosure vom zum Beispiel Thema freie Energie in Richtung Politik und Ethikfragen entwickelt? Ich weiß nicht, ob es, ja, gut, kann man so sagen. Also das weiß ich natürlich nicht. Also erstmal weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Aber ich finde die ethischen und politischen Fragen natürlich sind die Voraussetzung dafür, dass man freie Energie überhaupt freigeben kann. Also überleg dir mal, nehmen wir doch jetzt mal diesen Vorfall, Tic-Tac-Vorfall 2004 mit dem Flugzeugträger vor der Westküste der USA. Ja, da schweben die rundgelutschten Tic-Tac-weißen Dinger also um diesen Flugzeugträger ringsrum. Darüber habe ich auch viel geschrieben in meinem Buch übrigens. Ich habe auch neulich ein Interview gemacht mit der Alex Ann Dietrich. Das war die Wingman-Pilotin, die Dinger gesehen hat. Die hat gesagt, die sind dort über der Meeresoberfläche rumgezischt wie nichts, was du jemals gesehen hast. Das war nichts, was ein... So wie Ping-Pong-Bälle hat man das beschrieben, ne? Genau, dann gibt es ja jetzt auch Modellberechnungen, also auf Grundlage dieser Zeugenaussagen. Gut, da würden jetzt vielleicht Physiker sagen, das ist keine Wissenschaft, aber das ist das Beste, was wir im Moment haben, ja? Denn die ganzen Messdaten sind ja geheim. Aber wenn man sich jetzt mal die übereinstimmenden Zeugenaussagen anhört von dem Radar-Operator und von den Leuten, die Dinger beobachtet haben, die sind innerhalb von, laut Kevin Day, der da auf der USS Princeton Dienst hatte, wenn ich mich richtig erinnere, sind die innerhalb von 0,78 Sekunden von einer Flughöhe von 60.000 Fuß, das sind 20 Kilometer, auf kurz oberhalb der Meeresoberfläche
gesunken. Und zwar blitzartig. Dazu gibt es aber, glaube ich, blitzartig, ja, abgebremst. Aber da gibt es, glaube ich, keine Radardaten dazu, oder? Das ist das Problem. Es gibt Daten, aber die sind konfisziert worden von unbekannten Leuten. Das habe ich auch in meinem Buch alles beschrieben. Da gibt es ja dazu Zeugenaussagen von den Leuten, die für die Wartung dieser Flugzeuge zuständig waren. Jedenfalls, jetzt hat Professor Kevin Knuth ausgerechnet, der war übrigens auch bei der Sol Foundation, der hat ausgerechnet, welche Energie nötig wäre, um so ein Objekt in so einem Bruchteil von einer Sekunde über so einen Zeit, also über so eine lange Entfernung zu transportieren und vor allem so ruckartig zu beschleunigen und ruckartig wieder abzubremsen. Und die Antwort ist, das wäre ein Vielfaches des nuklearen Outputs der USA von einem ganzen Jahr. Was, das sind mehrere Megawatt, die da, also extrem viel Energie, die dafür nötig wäre, um diese krasse Beschleunigung zu bewerkstelligen und auch diese krasse Abbremsung. Und das beantwortet auch noch gar nicht die Frage, wie diese Objekte es geschafft haben, diese krassen Beschleunigungskräfte zu überstehen, diese G-Kräfte, die bei diesen Beschleunigungen. Ja, das musst du ja mal überzeugen, diese Beschleunigungskräfte, Völlig ausgeschlossen. So, ja. Und noch ganz kurz, um auf diese Sache mit der freien Energie zurückzukommen. Jetzt stell dir mal vor, so eine Technologie gibt's wirklich. Und jetzt haust du die auf den Markt. So. Jetzt kannst du aus einer Streichholzschachtel oder lass es ein Schuhkarton sein, sehr viel größer kann das ja nicht sein, weil die Tic Tacs waren jetzt nicht riesengroß, ja. Lass es so groß sein wie eine Computerkiste oder sowas, weiß ich nicht. Aber jedenfalls irgendwas, was so unglaublich viel Energie erzeugen kann, wie das, was diese Tic Tacs an Bord gehabt haben müssen, um sowas zu bewerkstelligen. So. Was würde denn dann jetzt passieren? Wann kommt der erste Taliban und baut eine Bombe damit? Wann bauen oder Laser, Chinesen man damit? Könnte wunderbar Laser damit ausstatten und das wäre natürlich ein unglaublicher du Wahnsinn. Du könntest das Weiße Haus durchlöchern wie einen Schweizer Käse. Du könntest das verdampfen. Deswegen kannst du so eine Technologie halt im Moment gar nicht auf den Markt bringen. Ja, du kannst deswegen allein das Tic-Tac. Deswegen muss jetzt erstmal was anderes passieren, bevor sowas auf den Markt kommt. Und das ist eben das, warum ich mich auch jetzt so in meinem Buch auch mit diesen ganzen Sachen da beschäftigt habe. Wir müssen jetzt mal ernsthaft darüber reden, wie unsere Gesellschaft auch überhaupt aussehen soll, damit wir sowas an die Öffentlichkeit bringen können. Ja, ich meine, zum einen, um da jetzt die Energie auszurechnen, glaube ich, müsste man eigentlich wissen, was dieses Objekt überhaupt für eine Masse hat. Ne? Also ich weiß nicht genau, wie man da jetzt da auf so einen Wert kommt, der natürlich eh nur eine Größenordnung ist. Aber gut, selbst wenn es nur eine geringe Masse hat, wäre das natürlich sehr schwierig, diese Beschleunigung zu erzeugen, wenn die jetzt wirklich so passiert ist, wie das da beschrieben ist. Wie gesagt, die Daten, Radardaten, also Karl Swozil hat auch gemeint, also sind nicht verfügbar. Ich meine, es wird sicher welche gegeben haben. Wobei die Frage ist, ich meine, vielleicht können diese Objekte auch sich, ich meine, die können sich sicher dann auch Radar unsichtbar machen. Also wenn es da Radardaten gibt, dann wahrscheinlich, weil wer immer da drin gesessen ist, oder vielleicht war es auch eine ferngesteuerte Drohne, das gewollt hat. Ich habe das auch schon öfter gesagt in Sendungen, mir stellt sich da die Frage, dieses Tic-Tac wurde ja, ich sage mal, das ist richtig, das finde ich doch recht zweifellos beobachtet, auch von Fravor und dem anderen Piloten, der auch bei der Kongressanhörung da dabei war mit Grush. Wenn dieses Objekt also wirklich so existiert, wie es da beschrieben wird, dann ist das ja ein unglaublicher Machtfaktor. Also wer immer das jetzt kontrolliert, hat eigentlich das Sagen. Ne? Ganz genau. Und das ist für mich eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt. Ja? Also da gibt's einen Player, ja, nehmen wir es einmal so, wir haben anscheinend noch immer, zumindest die Öffentlichkeit hat überhaupt keine Ahnung, wer oder was das ist. Vielleicht sind es auch viele verschiedene Phänomene, weil ganz ehrlich, diese Landungen, wo dann immer wieder Wesen aussteigen in eng an, zu dem werden wir halt vielleicht auch noch kommen, in eng anliegenden Anzügen und dann entweder um Wasser fragen oder ihr UFO reparieren, ja, und dann wieder wegfliegen. Das scheint mir dann doch ein anderes Phänomen zu sein, als jetzt da 2004 beim Nimitz-Vorfall oder so. Wir tappen halt noch immer völlig im Dunkeln, ja. Und Grush war jetzt zum Beispiel natürlich ein, wenn man so will, für manche natürlich ein Meilenstein. Aber auf der anderen Seite ist er uns jegliche Beweise schuldig geblieben und hat auch auf sehr viele Fragen halt geantwortet, ja, das können wir nur im Skiff beantworten.
sehr schwierig, ja, das Ganze. Und dann gibt es ja Aussagen, natürlich, wie zum Beispiel vom Tim Burchett, einer der Redelsführer war jetzt auch bei dieser Kongressanhörung, der hat gesagt, einige der angeblich intakten Raumschiffe, die in geheimen Programmen untersucht werden, ja, jetzt alles ohne Beweise, sollen laut Tim Burchett bei Ausgrabungen gefunden worden sein. Ja, genau, da sind wir wieder bei dem Thema mit den religiösen Artefakten. Ne? Und das, es müssen keine religiösen Artefakte sein, aber es Ausgrabungen, sind es jetzt archäologische Ausgrabungen oder hat sie da irgendwas in den Boden gebohrt und sie haben sie erst ausgraben müssen? Aber Ausgrabung klingt für mich nach einer archäologischen Grabung und dann, ja, sind wir tatsächlich bei Artefakten. Naja, es wird alles immer... Die es nicht geben dürfte. Genau. Ja. Ja, ich meine, also weißt du, das wird ja immer gesagt, warum sollen die Lichtjahre hierher geflogen kommen und dann stürzen die einfach bei uns ab. Und ich glaube, dieses ganze Narrativ mit den UFOs, den Raumschüsseln von anderen Planeten, das ist alles auch so ein geheimdienstgesteuertes Meme, was so gepflanzt wurde, um die Geschichte möglichst lächerlich erscheinen zu lassen. Ja, es spricht ja eigentlich, wenn du mal überlegst, was spricht denn eigentlich überhaupt dafür, dass es was Außerirdisches ist? Also die Dinger werden ja offenbar ständig überall gesehen. Wenn sie also ständig überall gesehen werden, dann müssen die ja mindestens hier eine Basis haben. Dann müssen sie also hier beheimatet sein in einer gewissen Weise. Was natürlich auch sein kann. Ja? Du beschreibst in deinem Buch ja auch, also dieser Jurist, am ehesten ist es wahrscheinlich noch möglich, jetzt juristisch, wobei jetzt das ganze juristisch zu betrachten, wie gesagt, ist ein bisschen voreilig fast, aber diese Objekte könnten ihre Basis in den Meeren haben, im Ozean, weil dort keine nationalen Rechte herrschen, ja. Und dort könnten sie eigentlich auch völlig legal quasi oder mehr oder weniger legal sein, ja. Und tatsächlich wird ja sehr oft beobachtet, dass diese Objekte ins Meer abtauchen oder aus dem Meer kommen. Auch gleich beim Nimitz-Vorfall sind ja dann auch welche abgetaucht oder so. Also eben diese berühmten transmedialen. Es gibt Hotspots, bei denen ganz offiziell gibt es Hotspots, an denen UFOs vermehrt gesehen werden, unter anderem vor Catalina Island, also vor der Westküste der USA, ungefähr da, wo auch diese Übungen stattgefunden haben mit dem Flugzeugträger Nimitz und auch vor der Küste von Japan und übrigens auch über Polen. Und also es gibt so bestimmte Orte, wo die Dinger vermehrt auftauchen. Es gibt so bestimmte Gegenden, wo immer mal komische Sachen gesehen werden. Die Bujeci-Berge in Rumänien. Knittelfeld, ne? Knittelfeld. Also es gibt ja, also wie kommt denn das überhaupt, ja? Was ist was sehen die Leute so dann? Ist das dasselbe Phänomen wie bei der Nimitz? Ich glaube ja, dass das verschiedene Phänomene sind, ja. Übrigens, Pancho Bitram schreibt, wenn man es so ausspricht, der Robert ist sicher ein Agent von der Regierung, um uns endgültig auf die falsche Spur zu locken. Smiley. Mist, ich bin entdeckt. Ja, jetzt mich raus. Eben. Ich habe da eh gesagt, sie kommen da drauf. Raus. Aber darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Ich bin... Also wenn es eine Sache gibt, auf die ich wirklich stolz bin, dann ist es, dass ich die ganzen 16, jetzt fast 17 Jahre völlig unabhängig, wirklich absolut unabhängig meine Recherchen vorangetrieben habe, auch gegen viele Widerstände, über die ich nie irgendwas erzählt habe oder sowas. Ja. Ich schwöre bei meinem Leben, ich habe mich nie von irgendjemandem korrumpieren oder irgendwas lassen. Ich will einfach wirklich selber wissen, was da los ist. Also wirklich jetzt. Also ich habe null Interesse daran, mich da kaufen zu lassen oder sowas. Ich will einfach echt selber rauskriegen, was da ist. Und ich glaube, das große Geheimnis ist eigentlich größer, als dass es nur UFOs, dass es nur Außerirdische sind. Und davon rücken ja übrigens auch diese Insider selber ab. Also der David Grush sagt ja vor dem US-Kongress, es könnte sich um was Multidimensionales handeln, was von dem wir nur drei Dimensionen wahrnehmen und so weiter. Und wenn man eben alles Theorien, die Jahrzehnte alt sind. Ne? Jemand hat vorher auch die Frage gestellt nach Burkhard Heim, ob das zum Beispiel auf dieser Seoul-Konferenz oder auf diese, ob das dort angesprochen worden ist. Ich nehme an, nicht, weil der Mann ist ja da. Nein, aber ich habe Harold Puthoff auf Burkhard Heim angesprochen. Oh, also, was hat er gesagt? Also er kennt natürlich die Geschichten. Er war ja auch in Kontakt mit Illobrand von Ludwiger. War sehr traurig zu erfahren, dass Illobrand gestorben ist. Und so in dem Zusammenhang habe ich ihn dann, wir sind halt zusammen Bus gefahren, ne, und hatten dann ein bisschen Zeit zu quatschen und so. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, was er von Burkhard Heim hält. Er sagt, naja, er hat den Eindruck, der hat sich das hier und da ein bisschen schön gerechnet, und andere Sachen machen wenig Sinn.
Und er hat aber ist nicht weiter ins Detail gegangen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es denn eine andere Theorie gibt, die seiner Meinung nach das besser erklären könnte als Burkhard Heim. Und da sagte er, naja, guck dir mal mein Dirt an, also mein Dokument, was ich bei für Orsted verfasst habe mit diesem Space-Time Metric Engineering. Das ist wohl so seine Herangehensweise an die ganze Geschichte. Ja, die möchte ich auch anbringen. Ja. Aber also diese Kritik von Herrn Puthoff, da hätte ich entgegnet, was er denn von der Berechnung des Massenspektrums der Elementarteilchen von Burkhard Heim hält, das zu dieser Zeit genauer war als alles andere. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass also gewisse Dinge bei Burkhard Heim immer beharrlich übersehen werden, auch von solchen Leuten wie Harald Puthoff, die es eigentlich wissen müssten. Also eigentlich ist es. Naja, gut, ganz komisch. Ich will ja gar nicht sagen, dass er das übersehen hat oder irgendwas. Ich meine, wir haben da nur am Rande drüber kurz geredet, ja. Und der wird sich sicherlich viel mehr damit auseinandergesetzt haben, als er mir bei dieser Busfahrt erzählen konnte. Ja, aber schön gerechnet, wenn er sagt, schön gerechnet, also das ist schon. Ja, guck mal, okay, wenn du damit die Masse errechnen kannst von Elementarteilchen oder sowas, ist das ja eine super Sache. Aber leitet sich eben dann da, kann man, also spricht das dann auch für alles andere. Ich meine, die Burkhard-Heim-Theorie ist ja weit umfassender. Das zeigt, dass seine Theorie tatsächliche, also wenn das alles so stimmt und das vom Daisy auch wirklich so nachgeprüft wurde, ich glaube, Ludwig hat eher auf dieser Sendung auch über das gesprochen, dann zeigt es ja, dass diese Theorie nicht irrig ist. Und ich glaube auch nicht, dass er da im Kreis gerechnet hat, weil er das eigentlich genauer ausgerechnet hat, als das jemals zuvor bekannt war. Und dann konnte das nachgeprüft werden, sei es wie es sei. Und dann leiten sich eben aus seiner Theorie auch Möglichkeiten ab, wie man halt Schwerkraft überwindet, wie man Masse verringert, wie man überhaupt quasi ein Objekt dann, ich glaube auch, wie man Masse verringert, aber vielleicht, Hannes Schmidt würde mich da jetzt vielleicht korrigieren, aber wie man auch zum Beispiel Objekte dann hochtransformiert quasi in den X5, X6 und dort dann eigentlich in Nullzeit an irgendeinem anderen Ort wieder auftauchen kann. Das ist natürlich die Frage, kann man das bauen? Kann man das ingenieren? War das genau genug? Glaube ich nicht. Ja, also hat man es versucht? Glaube ich schon. Hatte man Erfolg? Das wissen wir eben nicht. Ja. Nee, genau. Wir wissen es nicht und ich weiß es schon echt nicht. Jetzt mal ehrlich, ich gucke da wie die Sau ins Uhrwerk. Ja? Also ich habe null Ahnung von Physik, das gebe ich ganz offen zu. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das, was Herbert Puthoff da mir gesagt hat, ob das stimmt oder ob Burkhard Heim. Die haben ja alle eine Agenda. Also ich kann es nicht sagen, aber was ich ja bei diesen ganzen Sachen andeutet, sowohl bei Puthoff als auch bei Burkhard Heim, als auch bei Grush, ist ja, dass es sich hier um irgendetwas handeln muss, was möglicherweise von außerhalb unserer Raumzeit kommt. Und das finde ich das ist für mich eigentlich so der rote Faden, der sich durch das ganze Phänomen zieht, weil wir können natürlich jetzt sagen, da entstehen Energien oder da entstehen Kräfte, die völlig unmöglich sind innerhalb unserer bekannten Physik und so weiter. Da muss es eine neue Technologie geben. Oder aber das Phänomen hält sich nicht an unsere Naturgesetze, weil es denen nicht unterliegt, weil es aus einer höher geordneten, übergeordneten Realität kommt, und hier eben reingreift in unsere Realität, so wie wenn wir Menschen in ein Goldfischglas reingreifen, wo da drin sind auch andere Widerstände, die Dichte des Mediums ist anders als das Licht bricht sich und so. Also was ich damit sagen will ist, und ich komme immer wieder darauf zurück, ich glaube, meine These ist, wir leben in einem Goldfischglas und da in diesem Goldfischglas gelten die drei Dimensionen, Länge, Breite, Höhe und eine linear verlaufende Zeit. Wobei auch diese Konzepte ja inzwischen arg umstritten sind, auch sogar unter konventionellen Wissenschaftlern. Und ab und zu mal steckt eben ein multidimensionales Alien, dem das Goldfischglas gehört oder sowas, seinen Finger rein und rückt ein Plastikbäumchen zurecht oder streut Futter rein oder so. Und wir sagen dann, hey, das war ein UFO oder oh, ein Zeichen Gottes oder was weiß ich. Ja, und das ist wahrscheinlich die Richtung, in die das Ganze geht. Aber dann hat es auch noch einen Zusammenhang mit Bewusstsein, den ich für extrem bedeutsam halte, auch für uns ahnungslose Fische im Goldfischglas. Naja, also ich glaube, Bewusstsein ist die Basis, Information ist die Basis und daher hat es natürlich meiner Meinung nach was damit zu tun.
Aber wie gesagt, wir sprechen da vielleicht von verschiedenen, oder ich glaube, wir sprechen da von verschiedenen Dingen, weil es gibt eben Beobachtungen von Menschen, wo immer wieder diese Landungen passieren zum Beispiel. Ja? Wo man also wirklich sagen muss, da gibt es erstens Parallelen zu Dingen, die auch schon vor hunderten Jahren passiert sind, nur hat man das mit anderen Begriffen dann versehen. In meinem letzten Buch von Andreas Müller, der hat ja auch viele historische UFO-Fälle aufgegriffen. Dann gibt es vielleicht auch wirklich exotische Technologien, die jetzt existieren, erforscht werden, betrieben werden, von wem auch immer. Wie gesagt, da sind wir dann bei diesen ganzen Machtfragen. Dann gibt es vielleicht tatsächlich auch transdimensionale Phänomene. Was heißt das genau? Ja, da wird es ja dann wirklich sehr, sehr schwierig. Vielleicht sind auch diese Landungen, diese Objekte, vielleicht sind das transdimensionale Phänomene. Du beschreibst doch auch in deinem Buch, ne, dass also diese Begebenheiten, also wo dann Menschen diesen Oz-Effekt, so wird das ja, glaube ich, genannt, erfahren, die Zeit, also man ist im Wald und plötzlich hört man die ganzen Vogelstimmen nicht mehr, der ganze Wald verstummt und dann plötzlich sieht man da irgendwo ein Objekt, das gerade wieder mal gelandet ist, ja, immer wieder auch dieselben eben Szenen, die sich da wiederholen, so ein Element an Absurdität, so als ob sich das Phänomen vielleicht teilweise dahinter verstecken möchte. Ja. Genau. Also da möchte ich mal ganz kurz noch mal sagen, ich habe neulich das Gespräch gehört, das du mit Wladislav Raab geführt hast, mit dem ich ja leider noch nie persönlich sprechen konnte. Aber ich finde es ja total interessant, was er sagt. Die Maskenspiele der Ufonauten, es kam vorhin auch die Frage, auf das würde ich ja noch eingehen. Genau, Wladislav Raab hat ja einen ganz eigenen Zugang zu dem Ganzen entwickelt im Laufe der Jahrzehnte, in denen er sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und es ist ja auch wirklich ein Zugang, das ist ja auch wirklich eine Sache, die ganz ernsthaft diskutiert wird, auch außerhalb von Wladislav Raab, sag ich mal. Weißt du, das ist ja wirklich eine Geschichte. Ich meine, ein leitender ORSAP-Manager oder BAS-Manager hat gesagt, auf die Art und Weise, wenn wir die DNA des Menschen überprüfen oder sein Immunsystem, dann können wir echte Sachen nachweisen, die das Phänomen, was das sich vielleicht versteckt oder uns austrickst oder so, uns vorspielt. Und dass da etwas vorgespielt wird, möglicherweise, das ist ja auch was Jacques Vallée sagt. Er sagt, das sind diese Sachen, das ist Kabuki-Theater. Also Kabuki-Theater, ja, diese japanische Kunstform, wo die Kostüme möglichst schrill sind und die Musik und alles ist Crash, Boom, Bang und es geht vor allem um Effekthascherei, aber die Story ist eigentlich gar nicht so wichtig, ja. Und diesen Eindruck hat man ja auch irgendwie, wenn man sich Nahbegegnungen anguckt. Und das ist ja eben jetzt das Spannende. Und da will ich jetzt mal ein paar neue Sachen erzählen, die ich wirklich total spannend finde, die auch voll in die Richtung gehen, Wladislav Raab. Ich habe ein Interview, also ich wohne ja jetzt seit knapp 3 Jahren in Spanien und bin jetzt ja auch sehr gut vernetzt, natürlich mit den spanischen Kollegen. Bin auch gleich an die richtige Adresse gekommen hier, da wo ich wohne. Da wohnt sozusagen eine Dame, die lange, lange Zeit bei der spanischen Nachrichtenagentur gearbeitet hat und also beste Kontakte in die höchste Politik hatte und so. Und sie ist eigentlich letzten Endes diejenige, die Carmen Domenech, die möchte ich an der Stelle mal erwähnen. Also Carmen Domenech ist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass Spanien als erstes Land der Welt im Jahr 1992 angefangen hat, seine UFO-Akten freizugeben. Sie ist diejenige, die das angestoßen hat, ja. Und das ist jetzt meine Freundin hier. Und die kennt natürlich auch hier Hinz und Kunz. Und ich bin ja jetzt auch regelmäßig bei dem Ufology World Congress in Barcelona, den ich seit dem letzten Jahr auch als Main Host moderiere. Also dieses Jahr jetzt auch wieder im Juni und so. Und da kommen eben immer interessante Leute. Und da habe ich letztes Jahr viele interessante Leute kennengelernt, aber könnte ich jetzt ewig drüber erzählen, aber einer der interessantesten ist José Antonio Caravaca. Caravaca aus Südspanien ist jemand, der ist international hoch angesehen für seine Verzerrungstheorie, La Teoría de la Distorsión, so heißt die. Ich habe es in der Einleitung der Sendung auch erwähnt, ja, genau, da gibt es ja auch ein Interview mit
dem Herrn auf dem. Genau, habe ich jetzt neulich veröffentlicht, letzte Woche, glaube ich. Und es war übrigens gar nicht so einfach, das zu veröffentlichen. Die Übersetzung war eine große Herausforderung. Aber jedenfalls, seine Verzerrungstheorie besagt, dass das, was die Leute da sehen bei Nahbegegnungen, also wo da wirklich direkt vor denen was landet oder wo Wesen aussteigen und die interagieren dann mit den Leuten, so wie der Fall Valensole zum Beispiel, ja, wo im Lavendelfeld in 60er Jahren in Frankreich so ein eiförmiges Objekt gelandet ist und der Bauer sieht da diese zwei Wesen, die da rumgurken und eins richtet ein stabförmiges Objekt auf ihn und lässt ihn erstarren und dann steigen die Dinger ein und zischen weg. So, das stabförmige Objekt wird auch sehr oft gesehen, das kommt immer wieder vor auch. Ja, genau. Also es gibt so bestimmte Elemente, die sich immer wieder wiederholen. Aber jetzt das Interessante ist ja auch, und das ist eben die Frage, die Karabaka umgetrieben hat. Und er hat jetzt inzwischen mehr als 10.000 Fälle von Nahbegegnungen mit UFOs analysiert und ist dabei darauf gekommen, auf eine Sache, die also sowohl Illo Brandt von Ludwiger als auch der ehemalige DIA-Mitarbeiter und Chef von ORSEP, James T. Lakatsky, schon festgestellt haben und die viele andere Leute auch schon festgestellt haben, nämlich, wieso gibt es eigentlich keine übereinstimmenden Formen von UFOs? Wieso gibt es nicht immer wieder dieselben Sachen, die da gesehen werden? Wieso sieht jedes UFO unterschiedlich aus? Lakatsky sagt ja, er sagt, das ist, wenn... Und du musst dazu wissen, die Amerikaner, die haben bei ORSEP die wahrscheinlich größte UFO-Datenbank der Welt zusammengefasst. Die wurde von Jacques Vallée konzipiert, die hieß Capella, die umfasst 250.000 Fälle und wird inzwischen weiter benutzt bei Arrow und wird wahrscheinlich angereichert durch, sagen wir mal, bestimmte angeblich private Unternehmen, die Bevölkerung aufrufen, dazu beizutragen. Aber dazu will ich nichts weiter sagen. Da muss ich noch ein bisschen, na gut, wie auch immer, jedenfalls. Hat da ein Data Warehouse dann irgendwie gebaut? Das Data draus, ne? Warehouse, Capella, ja. Genau. Und wenn du natürlich solche riesengroßen Datenmengen hast, dann ist ja die große Frage, welche Gemeinsamkeiten gibt es da? Und das habe ich Jacques Vallée gefragt in dem Interview, das ich mit ihm über diese geheime UFO-Datenbank geführt habe. Das kann man sich auch auf Exomagazin TV angucken. Und da sagt er, das Phänomen tritt in Wellen auf und es verändert immer wieder seine Erscheinung. Und das ist eben die erste große Erkenntnis. Also diese UFO-Formen, die scheinen irgendwie mit der Zeit zu gehen. Das sagt auch Karabaka. Wir hatten ja am Anfang diese Luftschiffe vor Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg waren es dann die Foo Fighters, dann waren es die Geisterraketen in Schweden, dann waren es in den 50er Jahren diese kreisrunden metallischen Scheiben, dieses Adamski-UFO sozusagen. Ja. In den 90er Jahren waren es fliegende Dreiecke und inzwischen sind es eben drohnenähnliche, rundgelutschte Tic-Tacs, die bei Flugzeugträgern rumfliegen oder diese drohnenähnlichen Dinger, die na, die werden aber auch schon seit den 80ern gesehen. Aber Vallée, das kommt auch in deinem Buch vor, sagt, Menschen auf der ganzen Welt sehen immer das Gleiche. Irgendwo widerspricht er sich da ein bisschen. Weil ich habe mir das notiert. Ja nicht, nein. Die Bedeutung, die Menschen dem beimessen, ist überall dieselbe. Aber was sie da beobachten, ist immer unterschiedlich. Aber sie wissen alle wenn er sagt, genau, Menschen sehen auf der ganzen Welt das Gleiche, dann interpretiere ich das so, dass sie das Gleiche sehen. Also sie interpretieren das als Fluggeräte von irgendeiner Intelligenz. Das ist immer dasselbe. So, und die sind intelligent gesteuert und so weiter. Und jetzt das nächste Interessante ist, wenn du dir jetzt die Nahbegegnungen anguckst, wo Leute sagen, sie waren im Inneren dieser Raumschiffe, sie sind von den Wesen da reingeführt worden. Dann, also Karabaka sagt, gerade aus den Berichten über Nahbegegnungen aus den 50er bis 80er Jahren, da berichten ja die Zeugen von irgendwelchen bunten Hebeln und Knöpfen und von Bildschirmen, von Fernsehbildschirmen, die passt irgendwelche sich der Anzeigen Zeit an, haben und ne? So. Ja, ja, aber immer so, dass es immer so aussieht, als wäre es nur ein paar Jahre voraus, ein paar Jahre dem voraus, was man da hatte. Also als die Luftschiffwelle gesehen wurde, gab es noch keine Luftschiffe, wenn ich das richtig sehe. Es gab schon Luftschiffe, aber es gab auf keinen Fall Luftschiffe, die solche starken Lichtquellen mitgeführt hätten, wie da teilweise beschrieben wurden.
Und also da gab es ja die bizarrsten Formen. Du redest jetzt vom Airship Mystery 1897, ne? Eigentlich die erste UFO-Welle in Neuseeland. In Neuseeland gab es auch so eine Luftschiffwelle übrigens. Davon wissen nicht viele Leute, aber okay. Ich habe auch die neuseeländische Forscherin Suzanne Hansen dazu. Zur selben Zeit? Zu dieser Zeit? Ein bisschen, ein kleines bisschen später als in den USA, aber mehr oder weniger im selben Zeitraum. So. Also dann ist eben jetzt die Frage, warum wird den UFO-Zeugen in den 50er Jahren ein Inneres von einem Raumschiff gezeigt, wo Hebel und Knöpfe und sowas sind, wenn wir doch jetzt heute im Jahr, also spätestens ab dem Jahr 2000 oder so, angefangen haben, Sachen auf dem Touchscreen zu bearbeiten. Wann ist das iPad rausgekommen? Weiß ich jetzt nicht mehr, 2006, 2007 oder irgendwie sowas. Aber vorher gab es schon Touchscreens, ja. Und das ist ja die Art und Weise, wie heutzutage Sachen gesteuert werden. Aber wenn du jetzt, muss man sich jetzt die Frage stellen, wenn du jetzt einem Zeugen von 1950 ein Touchscreen gezeigt hättest, hätte der überhaupt kapiert, dass man damit irgendwas steuern kann? Weißt du? Also würde den Leuten etwas vorgezeigt, womit sie etwas anfangen können, was sie verbinden mit so etwas wie einem Raumschiff, mit so etwas mit einer Steuerkonsole oder sowas, ja? Und das führt zur nächsten interessanten Frage. Wieso sieht kein UFO so aus wie das nächste? Also Illobrand von Ludwiger, ich habe es schon erwähnt, hat das gesagt, die Gestalten der UFOs sind ungeheuer vielfältig, kaum ein Objekt ähnelt dem anderen. Und wenn die Formen einfach sind, etwa Dreiecke, dann sind die Details an jedem Dreieck anders. Ja. Und auch die fliegenden Teller haben unterschiedliche Größen. James Lakatsky von der DIA sagt, es ist so, als würden wir mit unserem Auto einen Ausflug machen und jedes Fahrzeug auf der Straße hat ein anderes Design. Eine interessante Erkenntnis. Wie kann das sein? Wir machen in der Autoindustrie natürlich genau das Gegenteil. Jeder SUV sieht genauso aus wie jeder andere SUV. Und da muss man sogar aufs Namensschild gucken, um zu gucken, was ist denn das überhaupt für eine Marke? Und bei den UFOs ist es genau, umgekehrt. Und wieso ist das so? Und das ist eben auch das, was José Antonio Caravaca sagt und versucht hat, eine Antwort darauf zu finden, wieso das so ist. Und seine Theorie ist, es handelt sich bei dem, was die Leute da beobachten, aber auch das, was Landesspuren hinterlässt, also das ist was ganz Konkretes, Objekthaftes, Manifestes, es handelt sich dabei nicht um das Objekt selber oder um das Phänomen selber, sondern es handelt sich dabei um das Resultat aus einem Zusammenspiel zwischen dem Bewusstsein des Beobachters und irgendetwas anderem, was er als externer Akteur bezeichnet, von dem wir keine Ahnung haben. Das heißt, das Phänomen an sich bleibt für uns unsichtbar und es manifestiert sich je nach Kenntnisstand, je nach Kultur eben anders. So, ja, ist jetzt auch keine neue Theorie. Also es gibt einen Stimulus, den gibt's offenbar irgendwie. Dieser Stimulus kann auch irgendwie manifest werden und kann physische Wechselwirkungen hervorrufen. Und je nach Kenntnisstand, Entwicklungsstand etc. des Rezipienten, also der Zeugen in dem Fall, stellt es sich anders dar. Ich meine zum Beispiel Fatima, da gab es ja auch, wenn man die Zeugen zum Beispiel befragt hat, die Kinder haben da die Jungfrau Maria gesehen, andere haben nur einen Lichtschein gesehen. Also, andere haben fliegende Scheiben gesehen oder fliegende Schwerter oder Speere. Und jeder hat was anderes gesehen. Jeder auch von den Kindern hat nicht jeder dasselbe wahrgenommen. Klar, einer hat die Sprechen gehört, die anderen hat nur die Erscheinung gesehen und so weiter. Und das ist auch ein Phänomen bei Massensichtungen. Da berichten die Leute unterschiedliche Sachen. Es geht sogar so weit. Wobei auch bei einem Verkehrsunfall berichten die Leute unterschiedliche Sachen. Aber jawohl, ganz genau. Wenn du 10 Zeugen von einem Verkehrsunfall hast, hast du 10 verschiedene Versionen, welche Farbe das Auto hatte, in welche Richtung das abgefahren ist und so weiter und so fort. Und da kommen wir jetzt zu einer wirklich interessanten Sache. Und das ist jetzt wirklich mal ein Schirm, den man jetzt mal drüber spannen muss. Und man muss jetzt mal wirklich sich mal zurücklehnen und sich jetzt mal fragen, was könnte das bedeuten? Ist unsere Realität vielleicht gar nicht so objekthaft manifest, wie wir immer glauben? Das ist alles da draußen ist was, das ist so, wie es ist. Und wir beobachten das und das war's. Nee, ist es nicht. Ich habe in meinem Buch ja darüber auch geschrieben, in dem Kapitel Der Riss in der Matrix heißt es, dass wir aus der Quantenphysik, aus der Quantenmechanik ja schon wissen, dass zwei Beobachter derselben Sache können eine Sache unterschiedlich beschreiben und sie haben beide recht. Wie kann das sein? Ja,
Wir wissen von dem Beobachtereffekt, dass das Ergebnis des Experiments sich danach ausrichtet, mit welcher Erwartungshaltung oder mit welcher Messmethode derjenige da rangeht, der dann am Ende die Wellenform oder die Strichform da an der Wand sieht. Wir wissen, dass unser ganzer Kognitionsapparat überhaupt nicht dazu geeignet ist, die Wahrheit, die Realität so abzubilden, wie sie wirklich ist. Also erstmal sind unsere fünf Sinne extrem begrenzt und stellen nur einen unglaublich winzigen Ausschnitt aus dem beobachtbaren, für uns messbaren Universum dar. Da gibt's ja noch Infrarot und Ultraschall und was es da alles gibt, Mikrowellen und so. Das können wir ja alles nicht sehen und hören. Aber es gibt jenseits von all dem Baryonischen, was wir wahrnehmen, was wir messen können, muss es auch noch irgendwas anderes geben, was einen viel größeren Teil des Universums ausmacht, jedenfalls nach der Theorie der dunklen Energie und so weiter, die ja, ohne die sich ja offenbar nicht erklären lässt, wieso Sternensysteme zusammenpappen, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt. Ja, die dunkle Materie musste man, es ist aber ein theoretisches Konstrukt, das man einführen musste, weil man sonst das fallen hätte lassen müssen, dass, wenn man da in den Kosmos rausschaut, dass da eigentlich nur Gravitation eine Rolle spielt. Also weil man sieht viel zu wenig Materie für diese Bewegungen, die man da sieht. Und daher hat man halt geschaut, ja, dann gibt's halt Materie, die man nicht sieht. Finde ich also echt grenzwertig, aber Ahnung. Okay, ja. Ja, wir haben eigentlich null Ahnung, was da ist. Aber was wir wissen ist, wir sind zum Beispiel total anfällig für optische Täuschungen. Ich habe gerade heute ein Video gesehen, es gibt da, ich glaube, das Aimés Fenster oder sowas heißt das. Das ist wie, als wenn du ein perspektivisch geneigtes Fenster mit einem Kreuz in der Mitte sehen würdest. Und wenn du dieses Ding um die eigene Achse drehst vor einer Kamera, dann sieht das aber vor der Kamera nicht so aus, als würde sich das drehen, sondern als würde das hin und her pendeln. Und selbst wenn du einen Stift da reinklebst und das um die eigene Achse drehst, dann ist dein Gehirn trotzdem nicht in der Lage, diese optische Täuschung zu entschlüsseln. Und du siehst dann komischerweise, wie der Stift sich dreht, aber das Fenster pendelt trotzdem eben weiter hin und her. Also es ist total absurd. Das heißt, also und Kognitionspsychologen, Donald Hoffman zum Beispiel, ja, geht davon aus, wir können. Ich meine, wir wissen, es gibt eine unendliche Art von Quantenzuständen in der Welt, unendliche Anzahl von Quantenzuständen. Und erst im Moment der Beobachtung kollabiert das und entscheidet sich quasi für eine Form, die dann beobachtet wird. Das ist dann die Schrödinger-Katze. In dem Moment, wenn die Klappe aufgemacht wird, ist sie eben entweder lebendig oder tot. Ja? Der Nobelpreisträger Anton Zeilinger hat in seiner Nobelpreisrede gesagt, wir können heute nicht mehr davon ausgehen, dass etwas, wenn es nicht beobachtet oder gemessen wird, überhaupt physikalisch ist. Also erst durch den Akt der Beobachtung, durch den Akt der Messung wird es manifest in unserer Wahrnehmung und wird dann zu etwas, was wir dann physikalisch messen können oder was wir als Objekt beobachten können oder sowas. Und das ist der berühmte Kollaps der Wellenfunktion, aber das ist ja gut. Das ist eine unglaublich wichtige, aber das ist eine unglaublich wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit den UFOs. Überhaupt im Zusammenhang mit allen Dingen, die uns umgeben. Wir gehen ja nach wie vor irgendwie davon aus, dass es da draußen äußere Gesetzmäßigkeiten gibt, äußere objekthafte Dinge und so. Und unser Bewusstsein hat da überhaupt keinen Einfluss drauf. Unser überhaupt ist ja für die Naturwissenschaft völlig rätselhaft, wieso jetzt der eine das Bild toll findet, vor dem er da gerade steht, und der andere findet es scheiße. Oder wieso mag der eine Heavy Metal und der andere steht auf Mozart oder sowas, ja? Und wieso verliebt man sich in Menschen und so? Das ist ja für die Naturwissenschaft sind das ja alles Nebenprodukte von neurologischen Reaktionen in unserem Gehirn. Also das lässt sich ja überhaupt nicht in irgendeiner Weise, es lässt sich irgendwie quantifizieren, aber es lässt sich nicht qualifizieren. Also es ist alles völlig rätselhaft. Und so. Die Erlebnisfähigkeit kannst du halt in der Physik nicht abbilden. Ja? Also und das ist eben das Bewusstsein. Also Bewusstsein hat halt in einem wissenschaftlich-materialistischen Weltbild hat es da einfach keinen Platz. Ja, es gibt da nichts, wo. Das ist halt eine große Frage, ja.
So, und jetzt eben zurück zu diesem, zu dieser Geschichte. Wir wissen, also Beobachtereffekt, wir wissen, in der Quantenphysik ist es so, die Kognitionspsychologen hier, Donald Hoffman und sowas, aber auch Bernardo Kastrup, die gehen ja davon aus, dass unsere Wahrnehmung, also die große Frage ist halt, gibt, also wie stichhaltig oder wie groß ist die Schnittmenge zwischen dem, was da draußen wirklich ist und dem, was unsere Wahrnehmung uns widerspiegelt. Und sie geben das, das Gleichnis von dem Piloten, der im Cockpit eines Flugzeugs Kastrup, ja, macht das. Kastrup, genau. Und der hat ein Fenster, wo er durchgucken kann, aber der hat auch eine Anzeigentafel. Und er könnte jetzt theoretisch das Flugzeug auch nur mit Blick auf diese Anzeigetafel landen, aber er hat noch das Cockpitfenster. So, und jetzt ist eben die Frage, wie durchlässig ist dieses Cockpitfenster bei unserer Wahrnehmung? Und er kommt zu dem Schluss, null. Wir haben wirklich nur die Anzeigetafel. Was wir mitkriegen mit unseren fünf Sinnen im Wachbewusstsein, es ist eigentlich nur, das gibt uns so, das ist wie so ein Computer-Desktop, wo wir, da haben wir ein Papierkorb-Symbol, wo wir die alten Dateien reinschmeißen. Da haben wir einen Explorer oder einen Finder, wo wir die Dateien finden. Da haben wir einen Browser. Das hilft uns, um uns zu orientieren, aber es hat nichts mit der Realität an sich zu tun. Die Schnittmenge ist gleich null. Und das wirft wiederum die interessante Frage eben auf, wenn die UFOs hier auftauchen, dann tauchen sie ja so auf, dass wir, sie haben ja beschlossen, dass sie auf unserer Anzeigetafel sichtbar sein wollen. Also wenn sie von außerhalb unserer Raumzeit sind, aus dieser größeren Realität, ja, aus dieser Unus Mundus oder aus der Noosphäre oder wie auch immer man das bezeichnet, wenn sie von dort aus eingreifen in unser Goldfischglas, in unsere dreidimensionale Realität, dann machen sie das ja auf eine Art und Weise, damit sie gesehen werden. Und das lässt mich eben denken, und darüber spekuliere ich ja auch vortrefflich in meinem Buch, dass es ihnen genau auch darauf ankommt, dass sie einen Effekt erzielen wollen. Es kommt ihnen darauf an, was sie für einen Eindruck hinterlassen, ja, bei den Menschen. Und das sagt ja auch Jacques Vallée. Er sagt, dass er hält das für das metamenschliche Kontrollsystem, so nennt er das. Und das spielt hier alles eine Rolle, auch bei José Antonio Caravaca, bei seiner Theorie, bei seiner Verzerrungstheorie. Denn wir müssen uns mal überlegen, was haben denn diese ganzen Sachen gemeinsam? Also jeder Mensch, der mal sowas gesehen hat, der selber ein UFO gesehen hat oder der selber irgendein paranormales Phänomen beobachtet hat oder der noch krassere Sachen erlebt hat als das oder der oder die UFOs, die in der Nähe von Atomraketen und Atomwaffenstellungen und so weiter auftauchen. Möchte ich da noch zu sprechen was kommen, ja. Passiert denn da bei denen? Was passiert denn da bei den Beobachtern? Ja, ist eine gute Frage. Warte mal, die sagen, ja? Moment, das ist eine Zurschaustellung, das ist ein Show of Force. Das ist eine Zurschaustellung der eigenen Überlegenheit. Bei den Atomanlagen auf jeden Fall. Commander Cool schreibt, das ist, also, dass jeder was anderes sieht, ist schon ein bisschen länger her. Das ist falsch. Nicht jeder hat was anderes gesehen. Es gibt, wie gesagt, Klassen, die komischerweise nicht weiter ergründet werden. Vielleicht magst du anrufen, Commander Cool. Verstehe nicht ganz, was du meinst. Wir haben aber einen anderen Anrufer, oder vielleicht ist das Commander Cool. Und schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Hallo, lieber Anrufer. Oder ja, hi Tarek, hier ist David vom Anomalistik-Podcast. Oh ja, hallo David. Hallo Robert, hallo. Ja, ich höre euch interessiert zu. Ich habe immer noch das Problem, ich glaube es zu 95%, aber mir fehlt immer so der letzte Rest. Was glaubst du zu 95%? Ja, an UFOs und Aliens. Ich habe immer so ein paar Zweifel, weil die jetzt warte mal, du sagst an UFOs und Aliens. Ich glaube, ja, lass mich kurz einmal darauf eingehen. Ja. Das ist nämlich wirklich ein Problem, ja. Es ist nämlich nicht an UFOs und Aliens, sondern es gibt Objekte, es gibt Beobachtungen und Erlebnisse, die Menschen haben, die wir uns nicht erklären können. Da gibt es nichts zu glauben, meiner Meinung nach. Sondern das ist, ich weiß nicht, das ist inzwischen einfach, es ist halt so. Aber was jetzt dahinter steht, das ist die große Frage, deshalb auch die Überschrift, wer sind Sie? Ja. Und das wird immer so leicht vermischt, wenn man sagt, ja, ich glaube an UFOs und Aliens oder ich glaube nicht. Also an das eine, dass da ein Phänomen existiert, meiner Meinung nach muss man nicht glauben. Das ist millionenfach dokumentiert inzwischen. Aber was dahinter steht, das ist die Frage. Bitte, Entschuldigung. Okay, ja, ich meine nicht glauben, ich habe es selber noch nicht persönlich erfahren, so könnte ich es ja ausdrücken. Ja, genau, gut.
Ne, ja, das wäre das ist richtig, ja. Ich auch nicht. Ja, genau. Und ich spüre halt diese Spaltung immer. Zum Beispiel, ihr habt ja über Grush geredet und auch, dass die sich da getroffen haben mit reichen Investoren. Und da denkt man natürlich an Nuts and Bolts UFOs und da ist Geld zu machen mit. Und das ist eine Technologie. Und dann redet ihr jetzt drüber, dass es vielleicht was Jenseitiges ist. Ne, oder was Transdimensionales. Es sind vielleicht verschiedene Phänomene auch. Oder es sind sogar noch verschiedene Phänomene. Ja, und ich wahrscheinlich. Das ist schwer, unter einen Topf zu bekommen. Und das verwirrt mich vielleicht so. Und da wollte ich auch den Robert fragen, was wohl sein größter Wunsch wäre, also wie so eine Post-Disclosure-Zeit aussehen könnte und was die größte Angst wäre. Also zum Beispiel eine Nullhypothese, das stimmt doch alles nicht oder irgend so ein Mittelding. Ja, David, schön, dass du anrufst. Also ich, aber erstmal zu dieser, die zweite Frage, wie die Post-Disclosure-World aussieht, die will ich erstmal zurückstellen. Erinnere mich nachher bitte nochmal dran. Mhm. Aber die erste große Frage, die du ja hast, ist, das soll jetzt irgendwas Jenseitiges sein und auf der anderen Seite ist es aber sowas Objekthaftes und das ist Technologie und so weiter. Das passt irgendwie für dich nicht zusammen, ne? Weil das eine ist irgendwie Wu-Wu, Halluzination, Spinnerei oder irgendeine Projektion, aber jedenfalls nichts Materielles, Objekthaftes. Und das andere sind Landespuren, Schlacke, die von UFOs abgeworfen wurden, die übrigens Gary Nolan dort auch vorgestellt hat bei der Soul Foundation und dann auch gesagt hat, mit Atomsondentomographie hätte er das untersucht und da hat er festgestellt, das ist eindeutig nichts Natürliches. Das muss was Hergestelltes sein, aber was und wofür weiß er auch nicht und so. So, also das ist auf der einen Seite was wirklich ganz handfeste Sachen, die man empirisch nachweisen kann, hinterlässt. Und auf der anderen Seite scheint es aber so einen komischen Bewusstseinszusammenhang zu geben. Ja? Mhm. So, und da würde ich jetzt mal die Poltergeist-Phänomene als ein mögliches Gleichnis heranziehen. Da hast du auch eine, wenn du jetzt Walter von Lugadou zuhörst, der sagt, da gibt es eine Fokusperson und die externalisiert sozusagen solche Sachen. Und dann passieren im Umfeld dieser Fokusperson eben solche komischen Sachen, dass da Bilder von der Wand fliegen oder Gegenstände fliegen durch die Luft oder man hört irgendwelche Schritte oder irgendwas. Das ist ja auch was ganz Konkretes, Objekthaftes. Ja, aber sie löst das ja aus. Genau, bitte? Aber man geht ja davon aus, dass die Fokusperson selbst der Auslöser dann ist. Genau, man geht davon aus, dass es irgendeinen unbewussten Mechanismus gibt, dass die Fokusperson das irgendwie unbewusst erzeugt. So. Ob die Person das jetzt bewusst oder unbewusst macht, aber sie hat irgendeinen Willensimpuls in die Welt geschickt und die bewirkt dann diese Manifestation, ja. Und da möchte ich jetzt nochmal auf den Professor Markus Meyer nochmal zu sprechen kommen, den ich auch neulich interviewt habe mit seiner Unus Mundus Geschichte. Der ist Psychologie-Professor. Uni München. Okay, trotzdem mal ganz kurz für die Zuhörer noch. Also Professor Meyer macht an der LMU München Forschung an Geist über Materie. Ja, wieso kann das sein, dass der Geist Zufallszahlengeneratoren beeinflusst? Wieso gibt's aber dann diese Replikationskrise? Also es ist eben doch nicht so stabil, dieser statistische Effekt und so weiter. Aber wie passt das überhaupt auch alles zusammen mit unserem Weltbild? Und er geht eben davon aus, er arbeitet mit dieser Unus-Mundus-Theorie von Wolfgang Pauli, dem Quantenphysiker, und von Carl Gustav Jung, dem Tiefenpsychologen, die schon vor 100 Jahren eben die Theorie aufgestellt haben, dass jenseits unserer Welt, in der alles in subjektiv und objektiv geteilt ist, es noch eine größere Welt geben muss. Das ist dann das außerhalb unseres Goldfischglases, ja, wo diese beiden Aspekte eben zusammengehören und dass unsere Welt eigentlich von, ich sage es mal ganz kurz und knapp, wahrscheinlich wissenschaftlich völlig unhaltbar, dass unsere Welt, unsere ganzen starren Naturgesetze und kausalen Zusammenhänge zusammengehalten werden von diesen viel weniger festgefügten Quantenverschränkungen und Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitswolken sozusagen, ja, und dass wir eben mit unserem menschlichen Willensimpuls in der Lage sind, deshalb auch Sachen zu manifestieren, weil wir aus irgendeinem Grunde einen Zugriff haben auf diese Unus Mundus. Also wir existieren offenbar nicht nur in diesen drei Dimensionen, in diesem Objekthaften, sondern wir existieren wohl in dieser größeren Realität, von der wir aber nur einen Teil wahrnehmen und sind deswegen in der Lage, solche Zufallszahlenprozesse positiv oder negativ zu beeinflussen. So.
Und das würde jetzt bedeuten, wenn sich jetzt irgendwas manifestiert in der Welt, dann ist das also nichts Objektives, auch nichts Subjektives. Er nennt das dann, das ist was Subjektives. Und es entzieht sich der Beweisbarkeit, es entzieht sich der, also in dem Moment, wenn du anfängst zu versuchen, das besser zu quantifizieren oder zu objektivieren, dann verschwindet das wieder. Dann ist es, es gibt also immer auch eine Gegenerklärung, die das genauso stichhaltig erklärt, in ganz rein objektiv und so. Und so ist es mit den UFOs. Da stellst du eine Kamera auf, und die UFOs tauchen nicht auf. Und so ist es mit den Spukphänomenen auch. Also Walter von Lugadou sagt, wenn du willst, dass es aufhört zu spuken im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, dann stellst du eine Kamera auf, dann hört es auf, ja. Und das ist also ein echt interessanter Aspekt. Aber das Wichtigste dabei ist, es gibt also einen Zusammenhang zwischen dem, was sich da manifestiert in unserem Goldfischglas, in unserer Welt, und einem Willensimpuls, also einem bewussten Willen, der irgendwie von irgendjemandem geäußert worden sein muss, damit sich etwas manifestiert. Und jetzt ist natürlich die große Frage bei den UFOs, wer ist das? Ist das der Zeuge selber? Denn das könnte man ja jetzt annehmen, ja? Er wünscht sich ein UFO und dann sieht er eins. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Leute völlig überrascht werden von den UFOs. Haben sie sich das dann selber unbewusst herbeigezaubert? Oder könnte es vielleicht sogar noch sein, und das ist übrigens auch eine Möglichkeit, die diese Unus-Mundus-Theorie offen lässt, könnte es sich um den Willensimpuls von anderen Wesenheiten handeln, die eben nicht für uns sichtbar sind, die nicht körperlich vorhanden sind in unserer Welt. Sagen wir sowas wie Geistwesen? Fragezeichen. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber wenn es so wäre, dann wäre das eine interessante Parallele zu dem, was wir sonst so hören aus der Religion, aus verschiedenen Religionen. Da gibt's die Engel, da gibt's die Dämonen, da gibt's die Djinn, da gibt's die Lichtwesen, da gibt's alle möglichen Leute, denen zugebetet wird in verschiedenen Religionen seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt, denen die Menschen die Macht zuschreiben, Dinge zu verändern. Ich meine, im Hinduismus, da gibt's so viele Gottheiten, da hat jeder irgendwie einen ganzen Tag zu tun, dem Gott des Geldes zuzubeten, damit es wieder läuft mit dem Hotel, und dann dem Gott der Liebe und dann dem Gott der Dings und Bums und so weiter. Und es ist ja nur in einer Religion. Das hast du in allen Religionen, hast du irgendwie das Konzept von einer unsichtbaren Welt, die bevölkert ist, belebt ist, beseelt ist von Wesenheiten, die irgendwie was mit unserer Welt zu tun haben. Aber meinst du dann, dieses UFO, was herbeigewünscht wird, besitzt eine eigene Realität, unabhängig von dem, der sich das wünscht, und es wechselt einfach nur seinen Ort und ist dann zufällig da? Oder entsteht das erst durch den Wunsch? Weißt du, was ist die Realität von diesem UFO? Damit habe ich noch ein Problem. Also ich weiß es ja auch nicht. Ich bin ja nur dabei, zusammenzufassen, was ich mir zusammenreime anhand der verschiedenen Experten, mit denen ich geredet habe, und wo ich da den roten Faden vermute mit meiner Milchmädchenrechnung, ja, so. Weil wer will sich schon rausnehmen über diese Welt, die jenseits unserer dreidimensionalen Raumzeit ist, irgendwas Stichhaltiges sagen zu können. Also ja. Wir haben außerdem das große Problem, dass unsere Sprache uns überhaupt nicht dazu befähigt. Weil überleg mal, wir merken schon jetzt in unserer eigenen Welt, dass es ein Problem gibt mit dieser Trennung zwischen subjektiv und objektiv. Und jetzt ist unsere Sprache aber genau an solchen Sachen ausgerichtet. Erstmal die lineare Zeit. Wir haben die Vergangenheits-, die Gegenwarts- und die Zukunftsformen und haben gar keine Form, gar keinen Modus, um ewige Prinzipien vielleicht auszudrücken oder so. Und dann haben wir auch gar keine Möglichkeit, über irgendeine Sache zu reden, ohne dass wir der eine subjekthafte oder eine objekthafte Eigenschaft zuschreiben. Du hast in jedem Satz Subjekt, Prädikat, Objekt. Weißt du, was ich meine? Also wir sind gar nicht in der Lage wir haben gar nicht das Handwerkszeug im Moment, um über diese Welt und über die Prinzipien, die dort möglicherweise herrschen, irgendwas sagen zu können. Ja, deswegen kann ich dir auch nichts sagen, was das für ein Objekt ist oder sowas. Aber wenn man eben jetzt Kalabaka folgt oder wenn man dieser Unus Mundus Theorie folgt, wenn man diesen Gedanken folgt, dann wäre das UFO an sich nicht das Phänomen selber, sondern wäre nur sozusagen das gewünschte Ergebnis eines Willens, der von irgendjemandem geäußert worden ist oder von irgendetwas. Und dann ist eben die Frage,
wer ist das oder was ist das? Und die Frage ist aber auch, ob jetzt das, was du da jetzt beschreibst, was also vor allem bei UFO-Nahbegegnungen und Landungen immer wieder passiert, also auch diese, was ich vorher gemeint habe, dieser Absurditätsfaktor, ob die, sagen wir jetzt zum Beispiel, das ist jetzt eine Klasse von Phänomenen, die wir hier unter UFO zusammenfassen, und ist das dasselbe, dass 2004, aber auch schon davor und auch sicher schon dann danach, zum Beispiel beim Nimitz-Vorfall gesehen wurde? Reden wir da überhaupt nicht schon mal prinzipiell von zwei verschiedenen Dingen? Das eine, ein, sagen wir jetzt einfach mal, interdimensionales Phänomen, ja, mit ganz viel Schwingungen, also das sind natürlich Worte, die jeder anders interpretiert, aber vielleicht haben wir da ungefähr ein Bild. Und das andere ist exotische Technologie. Ja, du kannst jetzt natürlich das jetzt auf der Ebene betrachtet, wären das zwei unterschiedliche Sachen. Da könntest du sagen, das eine ist eben was aus der Unus Mundus oder aus der multidimensionalen Realität, was sich hier teilweise für uns verfestigt, sodass wir es wahrnehmen können. Und das andere ist eine geheime menschliche Technologie. Ja, muss nicht menschlich sein. Aber wenn du es jetzt mal aus der Sicht der Unus Mundus Theorie betrachtest, dann ist es ja so, dass jede Erfindung erstmal durch irgendein Bewusstsein durchgegangen sein muss. Es muss also erstmal einen Plan, es muss erstmal einen Willensimpuls gegeben haben, so etwas zu bauen. Es muss erstmal die Inspiration gegeben haben, die ist erstmal was nicht manifestes. Und die wurde dann umgesetzt in unserer Welt durch irgendwelche Geheimwissenschaftler, die dann meinetwegen das Tic-Tac-UFO gebaut haben. Weißt du, also so von der Sache her ist es eigentlich, wenn du es so siehst, kein Unterschied, nur dass das eine auf eine herkömmliche Art und Weise gebaut worden sein könnte und das andere auf eine andere Weise sich hier manifestiert. Aber das Prinzip ist dasselbe. Zuerst ist, also unser Universum ist offenbar, das ist meine persönliche Überzeugung, das kann ich ja sagen, ist das Primat unserer Realität ist mental, ist geistig, ideell und eben nicht manifest materiell. Und genau. Ja, und schon, aber das eine, weiß nicht. Also, okay, Bewusstsein ist die Basis, ja, da bin ich ganz bei dir. Es gibt übrigens auch in den News einen sehr interessanten Austausch zwischen Kastrop und Tom Campbell, weil du den vorher auch erwähnt hast, und beide sind da ja auf einer ähnlichen Schiene, obwohl sie beide wieder völlig verschieden sind, verschieden an das Rangehen. Aber irgendwie vermischt man da halt jetzt alle möglichen Dinge, ja, also, ja, natürlich. Genau. Was du jetzt ansprichst, Robert, lass mich nur kurz das versuchen zu ordnen. Ja, was du jetzt ansprichst, ist jetzt, wie ist unsere Realität prinzipiell konstruiert, ja? Und ob man das jetzt Unus Mundus oder wie auch immer nennt, aber wo sind wir hier eigentlich? Ja, das ist die fundamentale Frage. Wo sind wir? Wer sind wir? Und wer stellt alle diese Fragen? Ja, findet man bei mir auch im Archiv dazu zur Überschrift Bewusstsein inzwischen hunderte Sendungen darüber. Aber das andere ist jetzt haben wir da verschiedene Phänomene, die teilweise nicht so ganz festgenagelt werden können, auf welcher Ebene passieren die jetzt wirklich. Sind das jetzt wirklich einfach Dinge, die manifest sind, so wie ein Boeing 747, die da rumfliegt, oder ist es ein spirituelles Phänomen und das hat überhaupt keinen stofflichen Aspekt, aber wir nehmen es so wahr, selbst wenn man es angreifen kann, ja. Aber wenn du jetzt 10 Zeugen hast und da fliegt eine Boeing vorbei, dann sagt der eine, das war eine Boeing, der andere sagt, nee, das war ein Airbus, dann sagt der nächste vielleicht, das war ein UFO, weißt du, was ich meine? Die meisten Aspekt, werden sagen, es war ein Flugzeug, Boeing werden die wenigsten dann erkennen, dass das übereinstimmender ist, ja, beim Verkehrsunfall ist natürlich das nächste, da kommen da psychologische Effekte dazu, ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Dinge dann wirklich differieren können, aber ja, die differieren natürlich, aber das ist jetzt schwer. Eben meiner Meinung nach eben diese große Erkenntnis daraus. Also ich meine, wie ich ja vorhin gesagt habe, also wenn die UFOs sich auf unserer Anzeigetafel in unserer Affenwelt zeigen sozusagen, ja, in unserer so zeigen, dass wir mit unserer Apfelpflücksprache, wie Hans-Peter Dürr, der Quantenphysiker, gesagt hat, dass wir da irgendein Konzept dazu haben, was das da ist, was wir da sehen, ja, dann haben die das mit Absicht
so gemacht, damit wir sie wahrnehmen. Weil wenn sie außerhalb unserer Raumzeit sind und hier eingreifen können, dann können die das sicherlich auch machen, ohne dass sie sich zeigen. Ja. Wo kommt hier die schwache und die starke Kernkraft her und so, wo kommt Gravitation her? Wer hat denn das überhaupt bestimmt, dass das so ist? Ja, nur mal so, das als Gedankenanstoß dazu. Also, sie müssen ja irgendwas damit wollen. Und deswegen sage ich, ich denke, es geht ihnen darum, uns zu zeigen, guck mal her, da ist was Größeres als ihr. Ihr seid nicht die hellste Kerze auf der Torte. Da ist etwas Wichtiges über eure Realität, was ihr bis jetzt noch nicht verstanden habt. Und deswegen könnt ihr nicht verstehen, wieso wir diese krassen Flugmanöver können und wieso wir auftauchen können und verschwinden, wie wir wollen. Und das löst doch aber auch bei den Menschen eben diesen Wunsch aus, rauszufinden, ja, wieso, wie geht denn das? Wieso können die denn das? Es muss ja möglich sein. Sie haben uns ja gezeigt, dass es möglich ist. Also, wie machen die das, weißt du? Und das ist doch eine Art und Weise, wie man die Evolution von Affen meinetwegen eben vorantreiben kann, indem man denen da was zeigt, was möglich ist, und dann versuchen die das nachzumachen und einer lernt's und dann können es die anderen auch, und so hat man dann die ganze Affenpopulation ein Stück vorangebracht, weißt du? Also könnte es sein, das ist eben eine Theorie von mir, das ist aber nicht, dass ich sage, das ist so, wer bin ich denn, dass ich irgendwas wüsste, aber könnte es sein, dass es dem Phänomen darauf ankommt und dass auch diese Technologie, die da gefunden wird, dass die vielleicht gar nicht abstürzt, sondern dass die irgendwie quasi bewusst gestreut wird oder sowas. Ein Fingerzeig, ja, Nebelkerze. Interessante. Also so fängt 2001 an, der Film. Ja. Ja, das ist der Affe, die sehen das und dann zeigt der Affe dem Menschen Werkzeuggebrauch. Und im Buch wird diesem Affen noch viel mehr übertragen. Ja, da gibt es diesen Monolithen. Der Beginn, ne? der genau, Monolith, der Monolith überträgt das. Der Monolith nimmt da quasi die Rolle des UFOs ein. Und das ist natürlich, ja, das ist ein sehr guter Erklärungsansatz, über den ich auch schon oft nachsinniert habe. UFOs als Stimulus, die uns irgendwie weiterschupfen in unserer Entwicklung, ja, immer wieder so, ja. diese Marker da und der uns immer da antreibt, weiter Fragen zu stellen, und das funktioniert, ne? Robert, wir haben das ja am Anfang schon gesagt, bei uns zwei funktioniert das ja ziemlich gut. Ich sollte noch an Post-Disclosure erinnern, also wie, ob sich das noch gabelt in der Zukunft, würde mich interessieren. Oder Robert, du bist ja dann Teil von dieser Bewegung. Und damit das in deinem Sinne ist, machst du ja deine ganze Arbeit, denke ich mal. Das ist doch auch deine Idee. Was für eine Bewegung überhaupt? Was für eine Bewegung? Nein, die Bewegung, also. Die Bewegung, die Menschen darüber zu informieren. Ja. Ja. Weil das ändert ja was in uns. Das wäre ja dann, weißt du, das wäre ja die Nachricht vom Alien, die jetzt übers Internet millionenfach verbreitet wird. Ja. Und da muss es ja, ja, gibt es da ein Ziel oder hoffst du irgendwas? Also meine persönliche Hoffnung ist, meine persönliche Hoffnung ist, dass die Menschen verstehen, dass sie mit ihrem Bewusstsein einen unglaublich großen Einfluss haben auf das, was um sie herum passiert, und dass sie deswegen dann auch beginnt, in Erwägung zu ziehen, ist selber mal aktiv zu werden und sich was zu überlegen, wie sie denn will, wie ihre Zukunft aussieht, statt sich von äußeren Machtinstrumenten und von Propaganda und Desinformationen leiten zu lassen, die ihnen in Massenmedien und begegnen und die von Interessengruppen gestreut werden und so weiter und so fort. Und ich wollte noch ganz kurz einen Satz sagen zu dieser Geschichte mit dem Material, das da möglicherweise hier gestiftet wird, um die Menschheit voranzubringen. In dem historischen Bericht, den Arrow jetzt gerade rausgebracht hat, da wird ja so getan, als wäre das alles Blödsinn. Da gab es nichts und wir interessiert uns nicht. Es gibt auch keine Reverse-Engineering-Programme. Es gab da zwar eins, es gab da tatsächlich eins, aber das war völlig unnütz, deswegen wurde es wieder aufgelöst. Und es gab noch ein anderes großes Programm, und das ist aber nur, weil das ein paar Leute gedacht haben, dass da irgendwas zu finden wäre. Und das Department of Homeland Security hat das zwar so ernst genommen, dass sie fast schon ein Geheimprogramm mit gesonderter Zugangsliste einberufen haben, aber es wurde ja dann abgesäbelt, weil wir wissen ja, dass da nichts dahinter steckt. So, das ist so der Tenor, wie das der Öffentlichkeit verkauft wird, ja.
Aber hinter den Kulissen ist es ja so, dass die Joint Chiefs of Staff schon im Mai 2023 eine geheime Dienstanweisung rausgebracht haben, eine interne, besser gesagt, sie ist nicht geheim, und zwar auf welche Art und Weise die Militärs, also von allen Waffengattungen, von der Navy, der Luftwaffe, der Armee, Marine Corps, Space Force und so, wie die mit UFO-Sichtungen umgehen sollen und wie sie das vor allem melden sollen. Und da sagen sie schon im einleitenden Absatz, ich zitiere jetzt mal, die US-Regierung hat UAP im oder in der Nähe des Territoriums oder der Operationsgebiete der USA und ihrer Verbündeten beobachtet und die Beobachtung, Identifizierung und potenzielle Abschwächung von UAP ist zu einer wachsenden Priorität für Politiker, Gesetzgeber und Kriegskräfte geworden. Und jetzt, es ist zwingend erforderlich, dass das DoD Berichte, Daten und Material über UAP-Vorfälle, Übergriffe und Gefechte zur Verfügung stellt, damit das Ministerium potenzielle Bedrohungen erkennen und eindämmen kann und fortschrittliche Technologien auswerten und die politischen Entscheidungsträger darüber informieren kann. Und dann haben die ein ganzes Prozedere, wie, auf welche Art und Weise diese UFO-Zwischenfälle, Eingriffe und Gefechte gemeldet werden sollen. Also wenn es Gefechte sind mit UAPs, soll das sogar binnen 12 Stunden weitergeleitet werden. Und wenn es Materialien gibt, dann sollen die auf eine ganz bestimmte Art und Weise transportiert werden und so weiter und so fort. Und das ist eine echte interne Dienstanweisung vom US-Militär, die in kompletten kompletter Widerspruch zu diesem historischen Bericht hier spricht kein Mensch drüber. Aber es geht den Amerikanern selbstverständlich darum, diese Technologie unter den Nagel zu reißen, um, wie sie sagen, fortschrittliche Technologien auszuwerten. Aber ja? Kurz noch, die schließen ja jetzt keine fortschrittliche russische Drohne aus. Wenn die behaupten UAP, dann meinen die natürlich auch das. Und die moderne Kriegsführung ändert sich auch gerade extrem. Oder meinst du, wenn die behaupten UAP, schließt das eindeutig menschliche Technologie aus? Also diese Richtlinie bezieht sich ausdrücklich nicht auf konventionelle Sachen, sondern nur auf UAP mit, Zitat, anomalen Merkmalen, Verhaltensweisen, Klammer auf, zum Beispiel keine offensichtlichen Steuerflächen, extreme Beschleunigung, Richtungsänderung, Erkennung durch bestimmte Sensoren, aber nicht durch andere. Und es wird auch nach UAP-Auswirkungen auf die Ausrüstung gefragt, Störung von mechanischen, elektrischen Steuerungen und so weiter und so fort. Mhm. Es geht ganz klar um UFOs und nicht um irgendwelche gegnerischen Drohnen, ganz klar. Dafür wird es halt auch irgendwelche Regelungen geben, aber das sind dann separate, ne? Okay. Genau, und die sollen auch, und für die gibt es dann auch eine andere Richtlinie, nach denen eben dann solche Interaktionen mit irgendwelchen gegnerischen Drohnen und sowas gemeldet werden sollen. Und das ist ja übrigens auch eine Parallele zu diesem geplanten Gesetz zur kontrollierten Offenlegung, wo auch ganz klar gesagt wird, es bezieht sich hier nicht auf TNO, Temporarily Non-Attributed Objects, also zeitweilig nicht zuordnenbare Objekte, sowas wie komische Sachen, von denen sich später rausstellt, dass es eine gegnerische Drohne war, sondern es bezieht sich wirklich auf unidentifizierte, anomale Phänomene, die eben diese Sachen können, wie sich verstecken, Antigravitation und so weiter. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, die gucken wirklich nach dieser, das ist real, dass es solche Technologie gibt, nach all dem, was wir hier lesen können, nach den Vorkehrungen, Dienstanweisungen, die intern haben, auch wenn sie nach außen hin das komplette Gegenteil verkaufen. Aber was würdest du denn auch machen? Wie gesagt, was der Christopher Mellon erzählt hat. Was würdest du denn machen als US-Präsident? Hier ist was, das fliegt hier rum, das haben keine Kontrolle drüber, wir wissen nicht, was es ist. Und es ist uns total überlegen und wir haben keine Ahnung, wie wir dem begegnen sollen. Und es treibt sich in unseren Ich würde alles veröffentlichen. Lügen haben kurze Beine, das macht nur Ärger. Das merkst du doch, wie kompliziert alles wird. Ich würde das den Leuten sagen. Hm. Aber ich mach mal die Leitung frei, Tarek. Ja. Ich hoffe, wir haben dich jetzt endgültig verwirrt und danke für den Anruf. Und danke für den geilen Podcast, den ihr da macht. Ja, natürlich. Oh, gerne. Ja, cool, dass du den auch kennst. Alles klar. Ja, bis klar. Dann, ne? Ciao. Ja. Tschüss. Ciao. Ja.
Also, wie man sicher gemerkt hat, die Skype-Leitung ist offen und man kann sehr gerne anrufen. Ich versuche da auch immer ein bisschen mitzulesen, ob da, also es kommen immer wieder auch interessante Fragen. Was ich, Lagioli sagt, ich habe irgendwie gerade am Rande mitbekommen, dass SETIs Boink seit BOINC seit 2020 beendet wurde, da sie einige Sachen empfangen haben und SETI Europa seitdem irgendwas baut, soll sich wohl um Bildtonmaterial aller Contact handeln. Ja, genau, von SETI gibt es da auch immer wieder Gerüchte, dass da irgendwas im Busch ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas jetzt gehört hast. Nee, ich habe dazu. Es gab auch die, den Simmons, der da gesagt hat, dass 2016 schon was, dass SETI at Home etwas gefunden haben soll und so weiter. Dann Geschmacksmuster Tarek Robert wird von Gerüchten von Aliens oder in UFOs berichtet. In Träumen fehlt normalerweise der Geruchssinn, fehlt normalerweise der Geruchssinn bei reiner Suggestion vielleicht auch, Robert wird von Gerüchen von Aliens berichtet. Ja, es gibt tatsächlich Schwefelgeruch, wurde berichtet in dem Virginia-Fall in Brasilien und so. Und auch an einigen anderen Fällen. Und es ist interessant, dass dieser Schwefelgeruch irgendwie historisch besetzt ist von wenn der Teufel von auftaucht. Sichtungen des Teufels. Ja, genau. Interessant, ne? Steht im neuen Buch von Robert auch etwas über die Gesinnung der Besucher, beziehungsweise wohl eher Beobachter? Vielleicht sollte man lieber nicht gar so fasziniert sein von dem Phänomen, denn wer weiß schon, was diese Entitäten mit uns vorhaben, schreibt treuer Zuhörer. Ja, man weiß es in der Tat nicht, aber man kann halt nur das Beste hoffen. Oder was hast du da für Gedanken dazu? Das ist die ganze Zeit schon da. Das ist was, das begleitet uns seit Anbeginn der Menschheit, glaube ich. Und es ist Und es spielt offenbar eben eine viel größere Rolle in unserem Alltag und bei den Dingen, die uns so begegnen, als wir uns das normalerweise eingestehen wollen oder als uns klar ist. Also nur mal so eine kurze ketzerische Frage. Also wer hat Moses die 10 Gebote gegeben? Welcher Stern war das, der die 3 heiligen Könige zur Krippe von Jesus geführt hat und dann direkt darüber stehen geblieben ist? Wo kommen überhaupt jenes Artefakt, das Valet angesprochen hat, wahrscheinlich. Ja? Wo kommen überhaupt die Inspirationen her? Wieso haben Erfinder manchmal zeitgleich auf dem Planeten unterschiedliche Erfinder dieselben Durchbrüche bei fast ihren immer Entwicklungen? Große Durchbrüche werden nie nur von einem gemacht. Ja. Woher kommen die komischen Zufälle? Ich kann ja mal einen Zufall erzählen, der so krass abgefahren ist. Und meine Frau könnte noch andere Sachen erzählen, die ich jetzt aber nicht erzähle. Das klingt wirklich ziemlich abgefahren. Aber jetzt mal diese eine Geschichte. Also letztes Jahr irgendwann, da habe ich festgestellt, ich kriege keine Post. Ich wohne ja auf Mallorca da dauert es manchmal ein bisschen, bis die Post aus Deutschland kommt. Und irgendwann ist mir klar geworden, ich habe bestimmt schon seit 1,5, 2 Monaten keinen Brief mehr im Briefkasten gehabt. Habe erst ein anderes Schild am Briefkasten angebracht, hat nichts gebracht. Dann habe ich geguckt, wann kommt denn der Postbote, habe ich nie einen gesehen. Dann habe ich irgendwann mit meinem Kumpel drüber geredet, der hat gesagt, naja, da musst du einfach mal zum Postamt gehen und einen Nachweis bringen, dass du keine Post kriegst und dann kümmern die sich drum. Naja, und was für einen Nachweis willst du bringen für etwas, was es nicht gibt? Also habe ich mir gesagt, du schreibst jetzt einfach selber einen Brief ans Postamt, bringst den dort persönlich vorbei und haust mit der Faust aufs Pult und sagst, hier, kümmert euch drum. Habe ich gemacht, habe den Brief geschrieben, drück auf das Druckersymbol, gehe runter zum Drucker, der war aber ausgeschaltet, habe ich ihn eingeschaltet, kam immer noch nichts raus, bin ich wieder hochgegangen, habe nochmal auf Drucken gedrückt, bin wieder runtergegangen, dann kam mir meine Frau entgegen, schon mit dem ausgedruckten Brief ans Postamt, wo drin steht, dass ich keine Post kriege. Er hat ihn mir in die Hand gedrückt, hat gesagt, bring auf dem Rückweg noch ein paar Bananen vom Lidl vorbei. Dann bin ich raus, habe mir so einen Müllbeutel geschnappt, der dort vor unserem Eingang stand und bin vor zum Eingangstor, habe das Tor aufgemacht und setze meine linke Fußspitze auf die Straße. In dieser Sekunde, wo ich meine Fußspitze auf die Straße setze, höre ich von rechts ein Moped heranrauschen. Ich drehe meinen Kopf, ich erblicke ein gelbes Moped,
das direkt vor mir anhält. Ein Mann in einem gelben Anzug mit einem großen Kiste auf dem Lenker greift in diese Kiste rein, holt einen großen Stapel Briefe raus, drückt den mir in die Hand und sagt, ja, hier, Herr Fleischer, das ist Ihre Post. Und ich völlig sprachlos. Ich kenne die Geschichte. In der Sekunde, deswegen habe ich es vorhin erzählt, dass der Drucker nicht funktioniert hat und dass meine Frau mich mit den Bananen aufgehalten hat und so. Also in der Sekunde, wo ich auf die Straße gehe, kommt dieses Moped und drückt mir der Typ das Zeug in die Hand. Ja, wenn der 30 Sekunden später gekommen wäre, wäre ich schon weg gewesen. Wenn der Drucker funktioniert hätte, hätte der schon geklingelt oder hätte das Zeug schon reingeschmissen, bevor ich rausgekommen wäre. Es war auf die Sekunde genau getimed. Und dann frage ich den, ich meine, ich stehe hier in der linken Hand, der Brief ans Postamt, wo drin steht, ich kriege keine Post, bitte kümmern Sie sich drum. In der rechten Hand ein dicker Stapel mit Briefen, die ich nicht bekommen hatte. Und jetzt frage ich den Postbeamten, ja, wieso habe ich denn hier keine Post gekriegt? Und dann sagt er, naja, also die Postbotin, die ist halt vor einer Weile in Urlaub gegangen und ist halt niemand für die Tour hier eingeteilt worden und deswegen bin ich jetzt hier eben der Erste, der Ihnen die Post vorbeibringt. Also es war tatsächlich der Allererste. Es war, also, weißt du, was ich meine? Und das ist so ein unwahrscheinlicher Zufall, dass du einfach nicht, wenn du sowas erlebst, wenn du sowas selber erlebst, was bleibt denn da bei dir hängen? Dass die einzige nachvollziehbare, menschlich logische, schlüssige Antwort darauf ist, da muss es was Größeres geben. Da muss es eine größere Sinnhaftigkeit geben hinter den Dingen, die hier passieren. Das kann nicht zufällig sein. Ja, also. Ach so, und ich habe trotzdem die Bananen geholt. Genau, sagt Garfield. Ja, genau, jemand hat das gefragt. Garfield hat gefragt, hast du trotzdem die Bananen geholt? Okay, ich habe ja Unmengen von Fragen, also ich habe dein Buch ja ziemlich durchgeackert und ich habe keine Ahnung, wir haben jetzt noch eine Stunde ungefähr, also die Zeit vergeht, wir reden schon über 2 Stunden, Robert, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber das Crop FM Zeitloch hat wieder mit zugeschlagen. Wir haben vorher kurz die Sache mit der freien Energie angesprochen. Da möchte ich vielleicht kurz auch auf den Kongress, den Stephen Greer da veranstaltet hat, der aber ein bisschen untergegangen ist, weil ein paar Tage davor der Crush dann zufällig an die Öffentlichkeit auch getreten ist, der Michael Herrera, der ja dort gesprochen hat von, ja, Operationen, die da im Dschungel durchgeführt werden, mit so käfigartigen Dingen. Du weißt, was ich meine, ne, Robert? Mhm. Und ja, der da ziemlich genau beschrieben hat, wenn das jetzt stimmt, was der da sagt, dass da eigentlich irgendwelche, sage ich mal, unmarkierten paramilitärischen Figuren, Einheiten, Organisationen mit offenbar extrem weit entwickelter Technologie dort Schmuggel betreiben. Er spricht in meiner Erinnerung sogar an, dass es da, also dass diese Käfige aber teilweise auch für Menschentransporte verwendet werden oder dass dort auch Menschenhandel betrieben. Also das hat er, glaube ich, nicht bei der Pressekonferenz mit Greer gesagt. Es kann sein, dass er das später im Interview irgendwo gesagt hat. Ich wüsste nicht, wo ich sonst her habe. Aber okay, jedenfalls ziemlich düstere Dinge, auf jeden Fall, die da irgendwie abgehen. Und er hat ja diese Aussage auch vor dem US-Senat und Arrow unter Eid ausgesagt. Also das, was er da eben gesehen hat, die sind ja auch bedroht worden von diesen Leuten und so weiter. Also, ja, wenn das stimmt, dann sind wir halt wieder bei diesem eingangs schon besprochenen Szenario, dass da ein tiefer Staat oder irgendeine parallele Zivilisation schon fast so, also Breakaway Civilization ist da ja so ein Schlagwort, mit einer Technologie operiert, völlig außerhalb jeglicher Kontrolle irgendwelcher gewählten Menschen und da eigentlich macht, was sie will. Und das ist ja auch ziemlich beunruhigend. Und das ist jetzt nur einer dieser vielen Aspekte von dem, was wir heute besprochen haben. Ja, das hat jetzt eigentlich, das ist jetzt was wieder sehr Nuts and Bolts-mäßiges. Ja, das hat jetzt weniger mit unserer Wahrnehmung zu tun. Schon auch, ja, aber
da geht es dann wieder eher um Politik und Verschwörungstheorien, ne? Eben auch ein Aspekt dieses Phänomens, das wir da besprechen. Ja, genau. Ich kann dem nichts hinzufügen. Du hast ja schon alles gesagt. Muss dann halt. Ich würde die Michael Herrera Story, also das, was er da mit Menschenhandel gesagt hat, das ist mir neu. Also das habe ich. Das hat er doch. Also er deutet es an in seinem Vortrag auf der Stephen Beer Konferenz. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mir das einbilde. Er deutet da was an. Es ist schon ein bisschen zwischen den Zeilen, aber gut, ich will mich da jetzt auch nicht drauf versteifen, müssten wir es jetzt nochmal anschauen. Aber also Herrera scheint jemand zu sein, der von den wissenden Kreisen durchaus ernst genommen wird. Ja, und Greer generell, ich meine, er ist in letzter Zeit sehr unter Verruf geraten. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, verstehe nicht ganz genau, warum. Er sagt jetzt eigentlich nicht für wildere Dinge wie Grush. Und er will jetzt auch übrigens eine Riesendatenbank völlig öffentlich machen, an der sie da gerade arbeiten. Schauen wir mal, ob da was rausschaut. Und bei Greer ist eben auch, deshalb habe ich das jetzt eigentlich vorher erwähnt, Stichwort freie Energie, bei Greer ist von Anfang an eigentlich dieser Fokus auf den Technologien und nicht nur den Fluggeräten, sondern eben auch den Energiequellen. Und da gibt es ja auch diese, er hat ja auch letztens jetzt wieder eine Doku rausgebracht, ach, wie heißt sie noch, ist mir jetzt entfallen. The Lost Century. The Lost Century, danke, also vor ungefähr einem Jahr, wo er noch einmal auf dieser Thematik herumreitet. Natürlich kann man da auch viel kritisieren, aber ich finde trotzdem, das ist einer der interessantesten Figuren nach wie vor in diesem ganzen Feld, auch wenn er offenbar he fell off grace oder so, wie man da sagt. Vielleicht ja auch deshalb, weil er diese freie Energiegeschichte und so weiter ziemlich klar anspricht und weil er ja, ich meine, Greer, wenn die Dinge stimmen, die er da sagt und auch die der Herrera da aussagt, dann sind das hochkriminelle Vorgänge, die da passieren. Ja, und in dem Zusammenhang finde ich es auch interessant, sich mal mit Grant Cameron zu beschäftigen und was der über Stephen Greer sagt. Also erstmal will ich über Stephen Greer sagen, dass er ja immerhin der Grund war, warum ich diese Exopolitik-Initiative gegründet habe. Also ich habe seine Pressekonferenz untertitelt, weil ich das genau wissen wollte, was die Leute da sagen. Das war also lange vor der Zeit, bevor man sowas automatisch transkribieren konnte. Das war monatelange Arbeit. Und habe in dem Zuge das dann auch recherchiert und habe dann festgestellt, okay, also solche Zeugen wie eben dieser John Callahan von der Luftaufsichtsbehörde oder Robert Salas oder so, das sind wirklich sehr ernstzunehmende Menschen. Da kannst du nicht sagen, das sind einfach Spinner. Ja, bei anderen Leuten, die dort aufgetreten sind, muss man im Nachhinein sagen, die muss man vielleicht mit dem Grain of Salt nehmen. So, aber im Großen und Ganzen, also hat er dort wirklich einen beeindruckend demonstriert und dargestellt, dass das eine Realität ist, die von Militärs beobachtet wird. Und das war schon im Jahr 2001. Und 2006 hatte ich angefangen, das zu untertiteln, oder 2007 oder so. Also da hat er, und wie du sagst, er hatte auch von Anfang an eben gesagt, da gibt es diese geheime Technologie und wir brauchen die Technologie eigentlich, um unseren Kahn aus dem Mist zu ziehen, um unsere Umweltprobleme zu lösen, um unsere Abhängigkeit von Erdöl zu lösen und so weiter und so fort. Und Grant Cameron sagt, also weil du fragst dich natürlich, woher hat er eigentlich, wieso kommt jetzt dieser Landarzt aus Virginia plötzlich dazu, dass Leute ihm ultrageheime Staatsgeheimnisse anvertrauen? Ja, also die Geschichte ist wohl, dass er angefangen hat, nach einer Nahtoderfahrung selber so eine Meditationspraktik genau, zu entwickeln. Und daraufhin haben sich dann interessierte Leute aus diesen Black Projects bei ihm gemeldet und haben ihm gefragt, ob sie das auch machen können, und haben ihm auf die Art und Weise dann auch Informationen seine CE5 mitgeteilt. Ja. Und er hat sozusagen seine Informationen, und es gibt eine Verbindung zu Kit Green von der CIA, der damals das Weird Desk hatte bei der CIA. Also das heißt nicht, dass er ein CIA-Mitarbeiter ist, aber das bedeutet, also er hat seine Informationen aus interessierter Quelle. Und ich habe jetzt übrigens neulich Wilson-Memo könnte man da jetzt auch erwähnen, ne? Das Wilson-Memo ist sensationell. Im Nachhinein bestätigt wurde, dass Greer eben mit, wie heißt jetzt noch, der Astronaut, der Edgar Mitchell, vielen Dank, dort bei
Ja, bei Wilson. Bei Admiral Wilson im Pentagon war. Und, ja. Und der steckt da tief drinnen, von Anfang an oder zumindest seit den 90ern. Ja, ja, er steckt sehr, sehr tief drin. Und die Sache mit dem Wilson-Memo, also ich bin ja 2008, glaube ich, auf dieses Gespräch mit Greer und Edgar Mitchell und Will Miller im Pentagon aufmerksam gemacht worden, weil ich war in Washington bei der Pressekonferenz, die stattgefunden hat im National Press Club nach der Ex-Conference von Stephen Bassett. Und da war eben auch Edgar Mitchell dabei und andere Leute. Und da hat Edgar Mitchell gesagt vor laufenden Fernsehkameras, also hat das bestätigt, dass die dort wirklich im Pentagon waren und mit diesem Admiral gesprochen haben, auch wenn dieser Admiral heute behauptet, dass das Gespräch nicht stattgefunden hat. Und das fand ich, das war der Hammer. Also das war der Hammer. Und daran musste ich dann denken, als das Wilson-Memo bekannt geworden ist. Das stammt ja aus dem Nachlass des Apollo-Astronauten Edgar Mitchell. Der hatte ja, der war ja auch CIA und was weiß ich. Ich meine, der hat ja eine Samadhi-Erfahrung gehabt, also ein Erweckungserlebnis sozusagen auf dem Rückweg zur Erde vom Mond, hat dann das Institute für Noetische Wissenschaften, Institute for Noetic Sciences gegründet, hat sich dann eingesetzt, dafür, also auch Verbindung herzustellen zwischen CIA und paranormalen Forschern, war an der Uri Geller-Geschichte beteiligt, und an vielen Dingen mehr. Also der Mann war tief auch verstrickt in die geheime paranormale Forschung der US-Geheimdienstkreise. So, ja. Und aus seinem Nachlass stammt also jetzt dieses Wilson-Memo, von dem ja dann am Ende bestätigt wurde, dass es tatsächlich der andere Geheimdienstwissenschaftler Eric Davis tatsächlich selber geschrieben hat. Eric Davis sagt dazu nichts, aber Christopher Mellon hat es bestätigt und das ist ein Memo, das nur ein Gesprächsprotokoll, ein Gedächtnisprotokoll ist eigentlich, aber es wimmelt so an Daten und es enthält viele Daten, die man auch nachprüfen kann und die das wirklich sehr, sehr wahrscheinlich erscheinen lassen. Ich habe in meinem Buch, Sie sind hier was jetzt, ja auch mich mit dem Wilson-Memo auseinandergesetzt. Genau, ja, und da werden ja wirklich die verschiedensten Sachen angesprochen und auch unter anderem, dass dieses geheime Projekt, das geheime UFO-Projekt schon mal fast aufgeflogen wäre. Ja, das ist ja interessant, dass in dem Wilson-Memo drinsteht, also ein Rechnungsprüfer eigentlich hätte das. Ein Rechnungsprüfer, genau, ist da schon mal drüber gestolpert, fast wären sie aufgeflogen und darum haben sie die Geheimhaltung noch krasser gezogen, damit wirklich niemand dahinter kommt und jetzt bestimmen sie wirklich selber, wer da Zugriff haben darf und wer nicht. Und das scheint bis zum heutigen Tag so zu sein. Wir haben jetzt gerade die Reaktionen von den Abgeordneten aus dem US-Kongress gehört. Die hatten ja am 17. April ein geheimes Briefing. Und einer der Abgeordneten hat gesagt danach vor der Kamera, dass es eine, ich gucke gerade, wie der Abgeordnete hieß, Scott Perry, hat gesagt, wir wissen gar nicht, was wir nicht wissen. Wir dürfen nicht mal erfahren, wer die Leute sind, die Zugang haben zu diesem Programm. Wir dürfen nicht nur dürfen wir über das Programm nicht wissen, wir dürfen nicht mal erfahren, wer dazu Zugang hat. Also es wird uns komplett zugemacht, der Zugang dazu. Und genau das steht in dem Wilson-Memo auch drin. Da hat der Wilson hat in Erfahrung gebracht, die Leute, die dieses Programm leiten, die bestimmen selbst, wer Zugang haben darf und wer nicht. Das ist doch die total Bigot krass. List, ne? Also nennt man das. Die besondere Zugangsliste. Ja. Und das ist aber übrigens auch, ein interessanter Aspekt, wo ich jetzt nochmal Diana Pasulka ins Spiel bringen will. Das ist eine Religionswissenschaft. Äußerst interessant. Die Frau arbeitet ja mit mit dem Neil zusammen auch, ne? Gary Nolan. Nolan meine ich. Sorry, ja. Und sie, und mit der habe ich jetzt neulich ein Interview gemacht, das kommt demnächst auf Exomagazin TV. Oh, sehr spannend, super. Und sie überlegt sich sehr genau übrigens, mit wem sie redet. Also das muss ich schon sagen, ich hab da wahrscheinlich eine ganze Prüfung von ihren Leuten oder sowas hinter mir, bevor sie gesagt hat, sie spricht mit mir. Also die ist nicht einfach zu kriegen im Interview. So, und sie hat
Ich habe sie gefragt, wie ist sie denn überhaupt mit diesen Leuten in Kontakt gekommen, die ihr da bestimmte Sachen erzählt haben? Und da hat sie gesagt, ich habe die gar nicht aufgesucht. Ich wusste gar nicht, dass es solche Leute überhaupt gibt. Ich habe mit meiner Forschung angefangen und auch an UFO-Konferenzen teilgenommen. Und da habe ich festgestellt, dass die Leute, die UFOs gesichtet haben, sowas ganz Ähnliches erzählt haben, wie das, was die Leute früher, also bei religiös interpretierten Ereignissen beschrieben haben. Zum Beispiel bringt sie da das Beispiel mit dem Fegefeuer. Also so die Art und Weise, wie der Mensch sich vorgestellt hat, dass die Seele den Menschen verlässt und wo die Seele hingeht und so weiter. Diese historischen Darstellungen von dem Aufstieg der Seele in den Himmel oder ins Fegefeuer, das ähnelt wohl ziemlich stark der Art und Weise, wie Menschen heutzutage beschreiben, wie sie ins UFO hochgebeamt worden sind. Ja, also das ist so ein Ding. So, und dann sagt sie, weil ich sie gefragt habe, wie sind sie denn mit den Leuten in Kontakt gekommen? Sie sagt, die sind zu mir gekommen. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, American Cosmic, da sind die Leute zu mir gekommen, die hatten mein Buch wirklich intensiv gelesen und die wollten mit mir reden und die wollten, dass ich denen sozusagen sage, was die dort untersuchen, was es da eigentlich geht und so. Und so ist sie auf die Art und Weise eben in Kontakt gekommen mit lauter Leuten aus solchen ultrageheimen Projekten und hat mit denen sogar auch einen Ort besucht, an dem UFO-Trümmerteile quasi rumliegen und hat denen dort gestattet, Messungen zu machen und so weiter und so fort. Das ist eine total spannende Geschichte. Sie ist dort mit Gary Nolan hingefahren, ja, zu dieser mutmaßlichen Absturzstelle aus den 40er Jahren in New Mexico. Und sie sind dort mit verbundenen Augen hingebracht, ja, worden. Beschreibt sie übrigens in einem sehr interessanten Interview, das Joe Rogan mit ihr geführt hat, vor ein paar Monaten, so circa 2 Stunden, kann ich äußerst empfehlen. Und sie beschreibt das übrigens sehr auch sehr interessant in dem Interview, also, was ich mit ihr gemacht habe und was demnächst auf ExoMagazin.tv auf Deutsch kommt, wollte ich noch ganz kurz erwähnen, ja. Sehr schön, ja. Also sie hat dort Materialien, also erstmal, die Leute hatten dort offenbar so lauter Blechdosen ausgelegt, um zu verhindern, dass das Material, was dort wirklich rumkommt, dass das leicht gefunden werden kann. Und sie haben also tatsächlich mit speziellen Sensoren irgendwelches komisches Zeug gefunden. Und sie sagt, es sah aus wie so eine Art metallische Froschhaut. Und interessant ist eben die Geschichte, dass diese metallisch aussehenden Froschhautsachen, dass Gary Nolan die in seinen Rucksack gepackt hat. Und der andere von diesem Geheimprojekt, dieser Tyler D., hat ihm dann schon gesagt, aber wenn du damit durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen gehst, dann halten die dich garantiert an, aber es wird nichts passieren. Und genauso war das dann auch. Die sind wirklich angehalten worden am Flughafen. Der Sensor hat verrückt gespielt und so weiter. Und sie haben ihn aber dann doch durchgelassen. Und laut Diana Pasulka hat Gary Nolan da auch tatsächlich Anomalien gefunden. Jetzt muss ich das nächste Mal, wenn ich mit Gary Nolan wieder ein Interview mache, ihn mal fragen nach diesen Froschhautsachen. Darüber hat er ja nie, also es ist ja interessant, dass Diana Pasulka immer sagt, sie war mit Gary Nolan dort, aber Gary Nolan selbst sagt nichts von seinem Besuch dort. Und beide sind meiner Meinung nach im Kontakt mit diesen Leuten in solchen Geheimprojekten und durch irgendwelche Geheimhaltungsvereinbarungen nicht in der Lage, darüber offen zu reden und reden halt so offen darüber, wie sie irgendwie können. Ja, das ist halt sehr oft der Fall. Du hast ja auch Chris Madden, wie du schon gesagt hast, persönlich getroffen. Ist natürlich auch eine äußerst interessante Figur in dem Ganzen. Und Madden sagt aber, dass er erst 2016 von UAPs erfahren habe. Glaubst du das? Das weiß ich nicht. Also er hat wohl irgendwie zuerst gesagt, er glaubt nicht, dass es irgendeine geheime... Ich habe ihn ja mal 2022 in Barcelona, da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Da habe ich ihn danach gefragt, wieso er 2016 irgendwie noch gesagt hat, oder ich weiß nicht mehr, wann das war, es gibt gar keine geheimen UFO-Projekte bei der Regierung und so. Und dann ein Jahr später hat er seine Meinung eben komplett geändert. Und hat er gesagt... Weil er hat es dann erfahren, ne? Da hat er gesagt, neue Informationen. Da habe ich gefragt, na, was denn für Informationen? Und da hat er mir dann eben erzählt, dass er mit vielen Leuten in Kontakt gekommen ist, die glaubhafte Menschen, die ihm berichtet haben, dass es eben sowas tatsächlich gibt. Ja, genau. Also das ist, denke ich schon, das ist er auf die Art und Weise darauf aufmerksam geworden. Mhm.
Ja, ich weiß nicht. Aber in deinem Buch schreibst du eben sehr viel auch über die Verstrickung zwischen CIA, anderen Geheimdiensten wahrscheinlich auch, und den Medien, die also in der Tat absolut erschreckend sind. Und man muss sich da halt wirklich die Frage stellen, was in bestimmten Publikationen da zu diesem und anderen Themen, die ähnlich umstritten sind, zum Beispiel die Ermordung JFKs, publiziert wurde, überhaupt auch nur ansatzweise glauben kann. Aber du besprichst da auch eine äußerst interessante Gegebenheit. Vielleicht können wir das noch kurz reinbringen, weil das, finde ich, sehr gut exemplarisch dient, wie solche Sachen funktionieren. Rupert Murdoch und wie er die UFOs and Nukes Pressekonferenz 2010 ausgebremst hat. Hallo. Ja, ich habe das hier gerade mal rausgesucht. Ja. Also das war ja, es gab ja mehrere interessante UFO-Pressekonferenzen. Es gab eine von Leslie Kane und James Fox organisiert im Jahr 2007. Und am 27. September 2010, da sollte eben eine weitere wichtige UFO-Pressekonferenz im National Press Club stattfinden. Und da habe ich auch vorher schon mit Robert Salas drüber geredet, mit dem ich da schon Kontakt hatte, und der hatte mir das schon gesagt, und wir hatten schon alles vereinbart, dass ich dann die Aufnahmen davon kriege und so weiter. Also ich wusste schon lange, bevor das veröffentlicht wurde, dass die Pressekonferenz stattfinden sollte, dass sie stattfindet, und habe mich darauf vorbereitet, habe auch Leute informiert und war ganz gespannt, wie jetzt die Mainstream-Presse diese Pressekonferenz auffasst. Das ist ja immerhin eine Pressekonferenz im National Press Club, wo 7 ehemalige Air Force-Offiziere sich versammelt haben, um über ihre UFO-Sichtungen bei militärischen Atomanlagen zu berichten. Also ziemlich heavy stuff, muss man also auch sagen, ne? So, und CNN hat das Ganze live im Internet übertragen. Und ich habe gedacht, dass andere große Medien die Story aufgreifen werden, aber Fehlanzeige. Also es gab, es war sogar so, der ideologische Skeptiker Werner Walter von CNAP hat sich damals auch in seinem Blog gewundert, wieso niemand darüber was erzählt hat. Das ist doch komisch irgendwie, ja. Und es war aber so, wenn man jetzt an dem Tag, an diesem 27. September 2010, mal die Presseberichte durchsucht hat, dann hat man nur eine einzige UFO-Alien-bezogene Meldung gefunden, die an diesem Tag auf der ganzen Welt sich verbreitet hat. Und zwar war das die Falschmeldung, dass die Vereinten Nationen eine malaysische Astrophysikerin namens Maslen Othman zur Alien-Botschafterin ernannt hätte. Ja, was für eine Geschichte. Und wenn man das jetzt nachprüft, wie diese Geschichte in Umlauf gekommen ist, stellt man fest, die ist von Rupert Murdochs Nachrichtenagentur News Corp verbreitet worden. Und zwar zu dem Zeitpunkt, also als Eilmeldung in Australien um 11.34 Uhr, da ist ja der Tag, beginnt ja dort schon eher. Das ist also 0.34 Uhr in London. Das heißt, diese Nachricht, die in Australien tagesaktuell war, hatte bis zum Morgen, bevor also die ersten Redakteure zum Morgendienst erscheinen, bis zum Frühdienst sozusagen in den Redaktionen, hatte die genügend Zeit, sich nach Europa und in die USA zu verbreiten. Und dort haben die Redakteure dann diese Geschichte völlig unhinterfragt aufgegriffen und das alles weiter posaunt. Aber immerhin hat der Guardian sich mal die Mühe gemacht, die Professorin selber anzurufen, und sie hat dementiert. Und dann haben der österreichische Standard und andere deutschsprachige Medien danach gesagt, was der Guardian gesagt hat: Verwirrung um UN-Erstkontaktvertreter für Alien-Besucher. Ja, so. Und jetzt der Effekt davon ist ja der folgende. Entschuldigung. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Chef vom Dienst in der Nachrichtenredaktion. So. Du kriegst am Vormittag eine sensationelle Alien-Meldung, die du rausposaunst, weil sie kommt ja offenbar aus zuverlässiger Quelle, und die erweist sich aber kurz darauf als falsch. Und dann ist das sehr ärgerlich.
dann musst du deine Meldung ja korrigieren oder du lässt es hinten runterfallen und hoffst, dass es niemanden auffällt. Aber was du auf jeden Fall als Chef vom Dienst an diesem Tag nicht tun wirst, ist, noch eine zweite UFO-Alien-bezogene Meldung abzusetzen. Genau. Nämlich die von der viel wichtigeren Nachricht, dass im National Press Club ehemalige Air Force-Offiziere, an deren Existenz und an deren Glaubhaftigkeit kein Zweifel bestehen kann, wirklich ganz krasse Sachen über UFOs erzählen. Mhm. Und auf die Art und Weise ist es denen an dem Tag meiner Meinung nach gelungen, die Botschaft, also die Nachrichten, die Berichterstattung über diese Pressekonferenz im National Press Club zu verhindern. Aber zu beweisen ist das unmöglich. Also es ist darf ich das noch kurz sagen? Ja. Wenn du, also die Gestaltungsmöglichkeiten eines Journalisten bei seiner Berichterstattung, ob er das als Glosse rausbringt oder als Reportage oder als Feature oder als objektive Nachricht oder als was auch immer, die Gestaltungsmöglichkeiten eines Journalisten sind genauso unendlich wie die verschachtelten Geheimdienststrukturen bei den Nachrichtenagenturen und Leitmedien. Also das ist einfach so ein riesengroßes, undurchschaubares Geflecht. Und dass es dieses Geflecht gibt, das darin besteht kein Zweifel. Also darüber habe ich in meinem Buch wirklich geschrieben, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist so. Es gibt auch deutsche Geheimdienst-Experten, die sich damit beschäftigt haben, wie es in Deutschland aussieht. Auch darüber habe ich in meinem Buch geschrieben, kurz. Also das ist schon so. Und deswegen ist es unmöglich, es ist eigentlich so gut wie unmöglich zu beweisen, dass das jetzt Desinformation war, die bewusst gestreut worden ist, um etwas zu verhindern. Aber es gibt eben Sachen, wo man, wie ich finde, wo man das schon erkennen kann. Das betrifft zum Beispiel die Berichterstattung der deutschen Presseagentur über diese andere Pressekonferenz, die im Jahr 2007 stattgefunden hat. Da kann man ja wirklich, wenn man das vergleicht, was die DPA berichtet hat und das, was dort wirklich gesagt wurde, wenn man das gegenüberstellt, dann kannst du wirklich demonstrieren, wie die DPA an diesem Tag, in diesem Bericht, die wichtigen Schlüsselfragen außen vor gelassen hat. Sie haben wirklich genau die wichtigen Sachen rausgelassen, da wo die Leute was Konkretes sagen, und haben aber Sachen erzählt, die dann beim Leser so eher den Anschein oder den Eindruck hinterlassen, da sei über irgendwas Ominöses, über ein komisches Licht, wo niemand so genau weiß, was da war, und so geredet worden. Ja, und das ist eins der wenigen Beispiele, wo man wirklich zeigen kann, rein, also wir hatten beim Studium, ich habe bei Dolmetscher studiert, da hatten wir natürlich auch viel Textanalyse, und zwar Textanalyse und Übersetzen nach Christiane Nord, wo du also die intratextuellen und extratextuellen Komponenten noch genauer analysierst, als man das jetzt einfach anhand der textinternen Faktoren, wie wer sagt was zu wem, wo, wann und so weiter, ja. So diese W-Fragen, ja, wo man das eben analysiert. Und da kommt eben schon wirklich raus. Also es sieht echt so aus, als hätten die da ganz bewusst die wichtigen Sachen rausgelassen, um beim Leser, beim unbedarften deutschen Leser, keine schlafenden Hunde zu wecken. Ja, man muss nicht lügen, um in die Irre zu führen. Und genau. Ja, so funktioniert also das halt. Das Kapitel Desinformation finde ich auch eins der wichtigsten Kapitel in meinem Buch, weil es wirklich auch sensibilisiert dafür, wie sehr, ich meine, wir machen uns überhaupt gar keine Vorstellung davon, in welchem ungeheuren Ausmaß unsere Weltsicht beeinflusst wird, nicht durch das, was wir selber erlebt haben, durch unsere eigenen Erfahrungen, sondern durch das, was uns in den Massenmedien erzählt wird. Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Kapitel in deinem Buch, und ein weiteres, und das ist dann auch schon das letzte, auf das wir jetzt da heute noch eingehen können, weil wir nähern uns den 3 Stunden, sind eben UFOs und Gesundheit. Du erwähnst, hast den Dr. Kit Green schon erwähnt, ist auch eine ganz, ganz interessante Figur, die immer wieder vorkommt. Du erwähnst UFO-Angriffe und Tote in Brasilien. Den Lakatsky, wir haben in der letzten Sendung auch schon diese Thematik angesprochen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, bin nicht dazu gekommen, da noch mal reinzuhören, aber Lakatsky, der den menschlichen Körper als Messsystem für die Untersuchung der Nachwirkungen von UFO-Nahbegegnungen, auf Seite 217 beschreibst du das, bespricht,
Wir haben ja auch diesen den Chris Marx interviewt, der ja quasi am eigenen Leibe all diese Dinge erfahren haben will. Okay, der Mann ist inzwischen unschönen Abwägen. Umstritten. Sagen wir umstritten. Also ich sag mal, er hat sie ziemlich ins Aus manövriert da irgendwie mit ein paar Aktionen. Aber ist ja auch egal. Seine Erlebnisse, die er da auf der Skinwalker Ranch haben, die stehen ja für sich, hatte oder von denen er halt berichtet, die stehen ja für sich. Und eben Lakatsky, das war ja der wissenschaftliche Leiter, glaube ich, der Untersuchungen, die Bigelow schon wieder eben auf der Skinwalker Ranch durchgeführt hat. Und ja, der menschliche Körper quasi als Messsystem. Dr. Gary Nolan, das beschreibt er auch in einem Buch, und das finde ich sehr spannend, nämlich den Zusammenhang zwischen Hirnanomalien und Intuition. Und er ist ja auch sogar selbst von so einer Hirnanomalie betroffen und scheint da irgendwie besondere intuitive Fähigkeiten zu haben. Alles spannend. Er hat die definitiv. Also er ist einer der größten Erfinder, die seine Universität je hervorgebracht hat. Er hat ja zig Patente und hat Millionen verdient. Der hat ganz viele Firmen mit neuen Medizintechniken an die Börse gebracht und so weiter. Und so. Also ist schon wirklich interessant. Also interessanter Mann, dann hast du auch noch den Dr. Jim Segala, ein Medizinphysiker, der also schwere Verletzungen auf der Skinwalker Ranch untersucht hat. Was für schwere Verletzungen waren das? Ja, auf der Skinwalker Ranch selber, da gab es ja einen, ich glaube, er heißt Thomas Winterton, der Ranch Manager, der hat eine Schwellung am Hinterkopf, also der ist irgendwie getroffen worden am Hinterkopf und da ist sein Gehirn angeschwollen und er ist ins Krankenhaus gekommen. Von solchen Anomalien redet ja aber auch der Nolan, oder? Auch solche Schwellungen, die dann entstehen. Ja, genau. Gary Nolan ist ja kontaktiert worden am Anfang von, das hat er mir im Interview gesagt, als ich ihn interviewt habe vor ein paar Jahren, es sind so 2011 oder so ein paar Leute von der CIA und einem Raumfahrtunternehmen zu ihm gekommen und haben ihn um Hilfe gebeten. Und es ging dabei raus, also ein paar Leute zu untersuchen, die auf anomale Objekte gestoßen waren. Also er hat es bei Tucker Carlson dann nochmal konkreter gesagt, um es genauer zu sagen. Also bei mir hat er es auch so erwähnt, aber hier bei Tucker Carlson hat er es noch deutlicher gesagt. Und die waren unangekündigt aufgekreuzt und haben ihm Bilder und Daten auf den Tisch ausgebreitet. Er hat es am Anfang für einen Scherz gehalten, aber er hat dann die Leute wirklich untersucht und hat festgestellt, also es wurde ihm gesagt, da sind wirklich schon Leute daran gestorben. Ja? Und sie haben da ihm Hirnscans gezeigt von Leuten, die geschädigt waren und wo das Gehirn innere Narben aufwies. Und so hatte das angefangen zu untersuchen. Und es hat also etwa 100 Leute untersucht, die so rätselhafte Symptome hatten. Und er meinte, 80-90% hätten am Havanna-Syndrom gelitten, was auch für sich ein sehr, sehr interessantes Syndrom ist. Auf das möchte ich kommen, ja, das Havanna-Syndrom. Genau, genau. Ja, Havanna-Syndrom. Es gibt da nämlich, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Aber er ist im Zuge dieser Untersuchung, bevor wir zum Havanna-Syndrom kommen, ist er darauf gestoßen, dass bestimmte Menschen in einer ganz bestimmten Gehirnregion eine Anomalie aufweisen. Und zwar ist das im Striatum, Caudatus putamen heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und dort sind die, sind die neuronalen Verbindungen wesentlich dichter. Und das hat offenbar weitreichende Auswirkungen auf Intuition, Intelligenz und die ganze Art und Weise, wie das Gehirn die Informationen verarbeitet. Also diese Stelle im Gehirn, dieses Striatum, zu dem das Putamen gehört, das ist eigentlich für die motorische Kontrolle zuständig und für Planung von Bewegungen und so und sensorische Informationen verarbeiten und sowas, ja. Also dieser Bereich im Gehirn nimmt quasi alle Sinne gleichzeitig wahr, ja. Und für Nolan wäre das sozusagen der perfekte Ort, wo anomale Informationen andocken könnten, die von irgendwo anders herkommen, meinetwegen aus der x-ten Dimension oder irgendwas, ja. Inspiration, Intuition oder irgendwie sowas. Also er vermutet, dass eben das Putamen eng mit Intuition verbunden ist
Und bei diesen Leuten, bei denen dieser Teil des Gehirns so stark entwickelt ist, hat er eben festgestellt, dass das oftmals Menschen sind, die hochbegabt sind, die oder fast sogar schon Savants sind oder fast sogar schon genial. Es sind Leute, hochbegabte Leute dabei, die eben auch über eine starke Inspiration oder Intuition verfügen. Die sind dann quasi in der Lage eben, die müssen jetzt, wenn sie eine Entwicklung vorhersehen wollen, dann müssen die nicht logische Abfolge, Analyse machen in ihrem Kopf, so rein links gehirnhälftig, objektiv, rational versuchen, irgendwas sich zu erörtern, sondern die können sozusagen aus einem Bauchgefühl heraus schon sehen, wohin die Reise geht oder ob das erfolgversprechend ist oder nicht. Und das ist ja natürlich ein evolutiver Vorteil, sagt Gary Nolan. Das ist ja eine Sache, die ist, damit hast du einen Vorteil gegenüber anderen Menschen, die das halt nicht haben. Und er hat festgestellt, dass seiner Untersuchung nach, wobei ich da gerne mal jetzt die neueren Ergebnisse hören würde, das ist natürlich eine Hochrechnung, da weiß ich nicht, wie hoch seine Grundgesamtheit war, aber er hat gesagt, im Durchschnitt gibt's diese Eigenschaft bei einem von 200 Leuten und interessanterweise überdurchschnittlich oft bei Ehepartnern. Also es scheint wohl so zu sein, dass Menschen, die das sowas haben, dass die irgendwie auf geheimnisvolle Art und Weise zusammenfinden. Ja, vielleicht, weil sie Teil einer bestimmten sozialen Schicht sind. Aber vielleicht ist es eben auch eine andere Sache. Und Gary Nolan glaubt, dass das dominant vererbt wird. Das ist also, dass man es aus evolutionärer Sicht als so eine Art Artenbildung bezeichnen könnte. Also, dass da wirklich eine neue Spezies quasi jetzt hier auf der Erde erscheint und immer mehr um sich greift, sich immer mehr verbreitet, die halt einen großen Draht zum Unbekannten haben oder zum Paranormalen. Und wie gesagt, er ist ja selber auch einer. Der hat auch mal in einem anderen Interview beschrieben, wie er nachts mal im Bett lag und plötzlich hat er so ein elektrisches Brummen gespürt, was durch seinen ganzen Körper ging. Da und ist wieder das Brummen, das haben wir auch schon bei Bob Monroe, der hat ja auch immer wieder dieses Brummen beschrieben. Und dann hat er Worte gehört und es war eindeutig eine Botschaft und die lautete etwa, so stellst du eine Verbindung her. Und das ging 10 bis 15 Sekunden so, bis Nolan dann irgendwann Angst bekommen hat und gesagt hat, ich will, dass es aufhört, und dann hat es aufgehört. Und in der Nacht darauf ist es nochmal passiert, aber es war weniger intensiv. Aber seitdem weiß er, wie man Verbindungen herstellt sozusagen. Die Frage ist halt, Verbindung mit was, ja? Und natürlich kann man auch die Frage stellen, welche Intention, welches Motiv hat diese Intelligenz, die sich auf diese geheimnisvolle Art und Weise mit solchen Menschen in Verbindung setzt? Was wird damit verfolgt? Warum wird das gemacht? Ja, da können wir vortrefflich drüber spekulieren. Ich habe keine Antwort darauf. Ja, wer hat sie schon? Und das Havanna-Syndrom eben, ja? Also vielleicht können wir das noch ganz kurz ansprechen. Weil ja, neuerdings, also der neueste Gassenhauer ist ja jetzt, dass die Russen hinterm Havanna-Syndrom stecken. Ja, also, da gab es jetzt einen 60-Minutes-Beitrag, der aber eh schon ein bisschen älter ist, glaube ich, aber ja. Nein, es gab einen richtig neuen jetzt. Ja. Das ist, nachdem mein Buch rausgekommen ist, wurde das erst veröffentlicht und da wurde gesagt, also was sie im Grunde gemacht haben, ist, sie haben aus irgendeiner Geheimdienstquelle angeblich haben sie die Flugbewegungen von Mitarbeitern einer ultrageheimen GRU-Spezialeinheit, also das ist der russische Geheimdienst, die für technische Überwachung und sowas zuständig seien. Und die hätten also die Flugbewegungen analysiert und es sei ihnen dabei aufgefallen, dass diese Leute sich auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt an den Orten aufgehalten hätten, wo Havanna-Syndrom-Opfer berichtet worden sind. Von denen wir ja wissen, das Havanna-Syndrom, das ist ja ein rätselhaftes Phänomen, das vor allem Mitarbeiter von US-Botschaften und von US-Geheimdiensten betrifft. Und wir haben da auch mal eine Umfrage übrigens gemacht, bei anderen Botschaften, bei anderen Ländern, ob die uns was dazu sagen wollen. Also es wurde ja zum Beispiel gesagt, Wien ist inzwischen die Havanna-Hauptstadt der Welt. Aus Berlin wurden viele Sachen gemeldet und so. Aber die anderen Länder, die wir angefragt haben, die haben sich da äußerst bedeckt gehalten. Die Amerikaner sind die einzigen, die was dazu
gesagt haben. Das heißt ja Havanna-Syndrom, weil im Jahr 2016 Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna plötzlich über so komische Sachen berichtet haben. Auftretende laute Geräusche, Schmerzen in den Ohren oder im Kopf oder Druck oder Vibrationsgefühle. Auch bleibende Schäden, ne? Da war ja und kognitive Schwierigkeiten, die eine ganze Weile bleiben und so weiter. Und dann hat sich das ausgebreitet über die ganze Welt. China, Indien, Serbien, Washington DC. Es wurde berichtet über Leute, die auf dem Gelände des Weißen Hauses davon getroffen worden sind, aus einer bestimmten Richtung. Moskau, Georgien, Polen, Taiwan, Australien. Und es kam, wie gesagt, immer mehr dazu. Also der CIA-Direktor hat wohl irgendwie von einer unglaublich großen Menge von Leuten gesprochen, die da betroffen seien. Frag mich jetzt nicht, wie viele, aber es waren nicht nur ein paar Dutzend, es waren Hunderte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann noch mal gucken, ob ich jetzt die Zahl finde, aber nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest. Jedenfalls, ist ja auch egal. Der Punkt ist, die CIA hat, CIA-Direktor Burns hat von mehr als 1000 berichteten Vorfällen seit Havanna 2016 geredet. Ja, so. Und woher das jetzt also kommt, die US-Nationale Akademie der Wissenschaften hat gesagt, also eine neurologische Störung kann das nicht sein. Das ist sind schon akute Anzeichen. Und vielleicht ist es das Ergebnis von gerichteten, gepulsten Radiofrequenz-Energiestrahlen oder sowas. Also eine Art gerichteter Mikrowellenstrahl oder Strahlenwaffe. Psychotronische Waffen, ne? Psychotronische Waffen, genau. Und es gab natürlich auch das historische Vorbild, die US-Botschaft in Moskau, die in den 50er bis 70er Jahren das Ziel von Strahlung im Gigahertz-Bereich war. Und dass das sogenannte Moskau-Signal, ja, allerdings gesundheitliche Auswirkungen hatte das wohl keine. Es war sehr schwer, es war sehr, sehr niedrig, dieser Grenzwert und so weiter. Das Ding ist jetzt, also die CIA hat im Januar 22 gesagt, dass sie hinter den Angriffen kein anderes Land vermutet. Sie haben gesagt, wir halten es für unwahrscheinlich, dass ein ausländischer Akteur, einschließlich Russland, eine anhaltende weltweite Kampagne durchführt, um US-Personal mit einer Waffe oder einem Mechanismus zu schaden. So, es könnte also irgendeine externe Energiequelle sein, aber man weiß nicht, was es ist. Dann am 1. März 2023 ist der Nationale Geheimdienstausschuss der USA zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir haben eine der größten und intensivsten Ermittlungen in der Geschichte der CIA durchgeführt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Feind mit einer Geheimwaffe hinter diesen anormalen Gesundheitsvorfällen steckt. Und 7 Geheimdienste haben sich da an dieser Prüfung der 1000 Fälle beteiligt. 5 haben quasi ausgeschlossen, dass ein ausländischer Gegner diese Symptome verursacht hat. Und nur wenige. Und dann haben sie gesagt, es gibt gar kein richtiges Muster, was diese einzelnen Fälle miteinander verbindet. Es gab auch keine Beweise für eine Form von gerichteter Energie oder irgendwas. Deswegen, wer weiß, was dahinter gesteckt hat. So, ja. Also es gibt auch offenbar kein durchgängiges Muster an Hirnverletzungen. Und deswegen ist natürlich die große Frage, wer steckt dahinter? Und deswegen ist es eben umso lustiger, dass jetzt nun 60 Minutes mit einem oppositionellen russischen Medium zusammen rauskommt und der CIA, die auch übrigens eine eigene große Taskforce hat für anormale Gesundheitsvorfälle, Anomalous Health Incidents nennen die das. Das ist im Grunde, wird dieses Thema genauso mit der gleichen energischen Energie verfolgt wie das Thema mit den UAPs. Das muss man sich klar machen. Das ist nicht irgendein Randthema, sondern das ist ein ganz wichtiges Thema für den US-Geheimdienst. Die andere Frage. Also nach wie vor sehe ich das Havanna-Syndrom eben als ein Phänomen, das möglicherweise, ich sage nicht, dass es so ist, aber möglicherweise mit UAPs in Verbindung steht. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil laut Jim Segala, den ich interviewt habe, der also auch für die US-Regierung solche Überwachungsgeräte aufgestellt hat an bestimmten Orten und auch übrigens in Utah überall aufgestellt hat. Laut Jim Segala stimmen diese Hirnverletzungen von Havanna-Syndrom-Patienten genau mit
der Verletzung überein, die er bei dem einen Patienten von der Skinwalker Ranch festgestellt hat. Das ist eben diese interessante Parallele, dass dort eben dieser eine schwerwiegende Fall war von dem Mann, der plötzlich irgendwie das Gefühl hatte, er wird von irgendwas am Hinterkopf getroffen. Er war ziemlich aufgeregt im Krankenhaus. Er hatte starke Kopf- und Ohrenschmerzen und Nasenbluten und dann diese ziemlich große Beule am Hinterkopf. Und dann haben sie ihn untersucht und waren sich sicher, dass dieser Patient von einer Art Energiestrahl getroffen worden ist, der in einem bestimmten Winkel von hinten in seinen Kopf eingedrungen ist und irgendwie Energie in seinem Gehirn hinterlassen hat. Und das muss ein Hochenergiestrahl gewesen sein. Und das muss eine beträchtliche Energie gewesen sein, die da reingekommen ist. Und er sagt eben, die Art und Weise, wie das dort verletzt wurde in seinem Gehirn, stimmte ziemlich genau mit dem überein, was die Nationale Akademie der Wissenschaften gesagt hat, dass es eine gerichtete Energiestrahlenwaffe ist. Also das Harana-Syndrom jetzt, ja? Genau. Ja. Sigala sagt, das Gehirn von seinem Patienten hat ähnliche Strahlenschäden gehabt wie von den Botschaftsmitarbeitern. Da sei also bei den US-Diplomaten mithilfe einer DTI-MRT-Untersuchung festgestellt worden, dass sie unerklärliche axiale Blutungen im Gehirn hatten. Und dieselbe Methode haben sie auch an seinem Patienten durchgeführt. Und diese Person hatte genau dieselben axonalen Blutungen. So. Und was bedeutet das jetzt eigentlich alles? Also Sigala sagt, sie waren überzeugt, dass es genau dasselbe war. Und jetzt weiß man es aber nicht. Also es ist natürlich wie alles, was Geheimdienst betrifft. Vor allem hier geht es um rätselhafte Angriffe auf wichtige Geheimdienstleute, die wichtige Posten besitzen. Weißt du, der Chef von der Spionagestation im Irak oder irgendwie sowas, ja? Oder ein Mitarbeiter von der US-Außenministerin oder Außenminister oder sowas, ja? Sogar ein enger Mitarbeiter vom CIA-Direktor war betroffen und sowas. Wenn da sowas passiert, das hängst du doch nicht an die große Glocke. Natürlich untersuchst du das im Geheimen und versuchst irgendwie erstmal rauszukriegen, um was es da geht. Und interessant, also der interessanteste Satz war, den ich gehört habe in dieser neuesten 60 Minutes Reportage, wo sie dann eben das Fass von den Russen aufgemacht haben, die angeblich hinter dem Havanna-Syndrom stecken. Der interessanteste Satz war von einem Mitarbeiter, ein Amerikaner jedenfalls, der gesagt hat, man hat sich das nicht angeguckt, weil man wahrscheinlich nicht bereit war, sich was anzugucken, worauf man keine Antworten hat. Und das ist auch eine Parallele zum UAPs, ja. Bei den UAPs ist es genauso. Man will sich das gar nicht angucken, weil man schon ahnt, da steckt was dahinter, wofür man nicht vorbereitet ist, ja. Wenn man das zur Kenntnis nimmt, beim Havanna-Syndrom ist es, wenn die Russen sowas haben und wir haben sowas nicht, dann was sollen wir dann machen? Bei den UAPs ist es, wenn es das ist, wonach es aussieht, dass es wirklich eine größere Intelligenz ist, die uns weit überlegen ist und so, dann gucken wir uns das besser nicht an. Wir lassen es besser weg, weil wir haben keine Antwort darauf. Aber wie Avi Loeb, der Astrophysiker von der Harvard University, schon gesagt hat, bloß weil ich nicht aus dem Fenster gucke, um das UFO zu sehen, heißt es ja nicht, dass es deswegen weggeht. Ja. Wir müssen uns irgendwann damit beschäftigen und es ist auch echt an der Zeit, dass wir uns damit beschäftigen. Das ist schon lange genug ein großes Rätsel. Und ich glaube wirklich, die Menschheit würde vor einem Quantensprung stehen, wenn wir endlich anfangen, dieses Phänomen ernst zu nehmen und ernsthaft wissenschaftlich auch zu untersuchen, uns wirklich, wirklich damit auseinanderzusetzen, uns darauf vorzubereiten, auf diese unglaubliche Erkenntnis, erstens, dass wir nicht alleine sind, zweitens, dass es da was Größeres gibt als uns und drittens, dass uns das zu der Erkenntnis bringt. Es ist ein ganz schönes Trauerspiel, was wir hier auf dem Planeten gemacht haben, wenn man das mal von oben betrachtet, aus so einer höheren Perspektive, mal herabgeschaut auf die Menschheit, ist es schon ein erbärmliches Schauspiel, was wir da abgeben, ja. Könnten wir das nicht irgendwie besser machen? Ist es nicht an der Zeit dafür, dass wir uns zusammentun und echt gemeinsam uns überlegen, wie wollen wir zusammenleben in Zukunft? Wie soll unsere Welt aussehen? Und ja, kann ich mich da anschließen. Es gab da jetzt vorher ganz kurz einen Tonausfall, sorry dafür. Du hast dann gerade gesagt, warum finden die das gerade
jetzt heraus, das mit dem Havanna-Syndrom. Da bist du aber kurz weg gewesen. Weißt du, kannst du dich dann daran erinnern, was du da gesagt hast? Ja, die 60 Minutes hat jetzt gerade vor ein paar Wochen eben plötzlich. Es war nur ein paar Sekunden. Ganz kurz. CIA hat die größte Untersuchung in der Geschichte ihrer Geheimdienstbehörde durchgeführt und hat rausgekriegt, es steckt definitiv nicht Russland dahinter. Und dann kommt 60 Minutes daher mit einem oppositionellen russischen Medium und sagt, also wir wissen aber jetzt, es waren die Russen. Weißt du, was ich meine? Ja. Warum jetzt gerade jetzt? Gerade jetzt, wo der Ukraine-Krieg halt vor der Entscheidung steht, wo es gar nicht so aussieht, als würde der Westen da gewinnen, ja, als würde die Ukraine gewinnen. Also du meinst, wo es so aussieht. Okay. Ja, das ist genau. Aber also der Punkt ist man eben, muss es in dem Zusammenhang sehen. Ja, und der Punkt ist aber eben, und das finde ich wirklich spannend, dass eben dieses Phänomen auch völlig sporadisch auftritt, mehr oder weniger. Ich meine, es gibt dann schon Muster auch, die man da gesehen hat, also es sind immer doch anscheinend recht Schlüsselfiguren, kann ich jetzt nicht nachprüfen, ob das wirklich so ist, aber immer Leute, die also wirklich bestimmte Schlüsselpositionen einnehmen, die dann aber eben wildest verteilt auf der ganzen Welt von diesem Phänomen getroffen werden und wo man, also diese physischen Spuren, da hat man auch Parallelen gezogen zu Menschen, die UFO-Erfahrungen hatten, oder? Also Menschen, die vom Havanna-Syndrom jetzt betroffen waren. Ja, das war ja genau eben dieser Patient von der Skinwalker Ranch, der genau dieselben axonalen und Blutungen hatte. Das ist halt schon, das ist wirklich spannend. Ja? Also was? Aber ich würde aber davor warnen, dass man jetzt eine voreilige Schlussfolgerung daraus zieht und sagt die UFOs stecken hinterm Havanna-Syndrom. Ja, das wäre natürlich eine absolut furchterregende Vorstellung, dass jetzt irgendeine außerirdische Macht ihre Strahlenwaffen auf US-Geheimdienste richtet. Das muss ja keine außerirdische Macht sein. Das haben wir schon wieder. Ich will nur zu bedenken geben. Ich habe mal mit jemandem darüber geredet, der aus diesem, will jetzt Namen nicht sagen, aber jedenfalls jemanden, der in der Position wäre, aus den US-Geheimdiensten sowas zu wissen. Und der war ganz verwundert, dass die CIA sagt, da kann Russland nicht dahinter stecken, und hat gesagt, er fragt sich, wieso die CIA sowas behaupten sollte. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass also die Russen auch schon vor langer Zeit, ich habe ja dann auch so ein Unterkapitel, das heißt Mikrowellen, die Russen haben ja auch schon im März 2012 schon angekündigt, dass sie neue Waffen herstellen, die auf neuen physikalischen Prinzipien beruhen sollen, und die gehören zum staatlichen Waffenbeschaffungsprogramm für 2011 bis 2020, und dazu würden auch Waffen mit direkter Energie und geophysikalische Waffen, also Erdbebenwaffen, Fragezeichen, ja, und sowas, und psychotronische Waffen und sowas. Also insofern wird schon wieder passen, ne? Aber ja. Ja, das, wie gesagt, das ist ein Thema, das muss man sehr vorsichtig betrachten. Ich stelle auch in meinem, ich sage nur, es gibt eine Parallele zwischen dem Havanna-Syndrom und den UAPs. Jetzt gibt es mehrere, das ist derselbe Unwille, sich mit diesem potenziell vernichtenden Thema überhaupt auseinanderzusetzen, weil es halt so potenziell vernichtend ist, ja. Aber wir wissen halt auch wirklich gar nichts darüber, was die eigentlich wirklich wissen. Und wenn der Geheimdienst solche Waffen hat, wovon ich ausgehe, dass die sowas haben, dann werden die uns das auch nicht auf die Nase binden, wenn ihre eigenen Geheimdienstmitarbeiter von sowas betroffen sind, wenn es der Gegner macht. Und eine gute gilt auch für die UFOs. Also das ist dasselbe, ja. Und eine gute Taktik ist in so einem Fall halt immer, wenn man irgendwas geheim halten will, es zum Beispiel Außerirdischen in die Schuhe zu schieben, siehe Benevitz-Affäre, die du auch in deinem Buch beschreibst. UFOs, Blödsinn. Sie sind hier, was jetzt? Robert Fleischer, ein dicker Wälzer. Und danach hat man eigentlich einen recht guten Überblick über dieses ganze Phänomen. Und die Frage, die sich jetzt abschließend für diesen heutigen Abend stellt, ist, stehen wir vielleicht am Beginn des UFO-Zeitalters? Nämlich, wenn die Aussagen und Mutmaßungen eines David Grush wahr wären, sind wir dann überhaupt darauf vorbereitet? Ne? Was machen wir dann? Also ich glaube, wir stehen vor, ich glaube, die UFOs sind nur der Auftakt zu einem viel größeren Umsturz in den menschlichen Institutionen, Gedankenkonstrukten, Wertesystemen, Weltbildern. Ich glaube, wir stehen eigentlich vor einer Revolution
unserer gesamten Weltsicht, was unsere Wirklichkeit überhaupt ist, was unsere Realität überhaupt ist und welche Rolle wir im Zusammenhang mit dem Kosmos spielen. Ich glaube wirklich, dass wir kurz davor sind, eben die nächsthöhere Stufe in der Evolutionsleiter zu erklimmen und uns diesen multidimensionalen Raum zu erforschen, uns vorzuwagen und so. Ich glaube, dass wir da natürlich, wenn wir diese neuen Bereiche der Realität erkunden, dass wir da wahrscheinlich auch auf Sachen und Wesen stoßen, die uns völlig unbekannt sind und die uns darum großen Schrecken einjagen, die uns Angst machen. Aber das ist genau wie wenn du ein kleines Kind zum ersten Mal in einen dunklen Raum führst und dann ist da irgendwie ein lautes Geräusch, was das Kind sich nicht erklären kann und du weißt genau, es ist nur die Wasserpumpe oder so. Aber das ist so ein, wir gehen jetzt wirklich in einen neuen Bereich, in dem wir vorher noch nicht gewesen sind. Und da brauchen wir Urvertrauen in die Sinnhaftigkeit der Dinge im Universum. Da brauchen wir einen guten Draht zu unserer eigenen inneren Stimme. Wir brauchen auch wirklich einfach, ja, Vertrauen darin, dass es alles Sinn macht. Und dieses Urvertrauen, das kann auch nur jeder in sich selber finden. Das ist wirklich eine gute Voraussetzung für alles, was wir jetzt aus dem Phänomen lernen werden über uns selber und über die Natur des Universums. Diese innere Stimme, die uns anleitet, die uns immer die Wahrheit sagt. Und es ist natürlich wichtig, die innere Stimme zu unterscheiden von irgendwelchen anderen Gedanken, die man hat. Das ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber jedenfalls stehen wir wirklich vor einem Quantensprung in unserer eigenen Evolution. Und ich gehöre eben zu den Leuten, die gerne wissen, wohin sie da springen. Ja, Atari schreibt, episch, danke, bitte schnell hochladen. Ich muss es nochmal hören. Mein Hirn glüht, kann ich nachvollziehen. Ja, Robert, vielen Dank. Es haben sich noch keine Gehirnschäden ergeben durch Interviews mit mir, soweit kann ich. Na, also Crop FM ist garantiert hirnschadenfrei, außer man bangt mit dem Head gegen die Wall, weil man es nicht mehr aushaltet, aber das ist dann quasi die eigene Entscheidung. Na, Robert, vielen Dank für das Interview, das Buch Sie sind hier, was jetzt? Kann ich empfehlen, ist auch verlinkt und sehr zugänglich auch geschrieben und sehr umfassend. Ja, vielen Dank für deine Arbeit, Robert, und ich denke, unsere Wege werden sich ja hoffentlich wieder kreuzen hier. Hoffentlich. Danke für die Einladung, Tarek. Alles klar. Tschüss. Ciao.